Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, vor welchem Gerät Sie auch immer sitzen, Handy, Laptop oder Ihrem großen Fernseher, zu unserem Abend heute Fokus Tierwohl. Es ist der dritte Abend in einer Reihe. Wir waren schon im Frankfurter Zoo und im Obel Zoo und haben uns dort über das Leben und das Wohlbefinden der Tiere informiert. Und das hat sich auch alles sehr gut angehört. Und wir sind auf dieses Thema, gerade Fokus Heimtierwohl, Haustierwohl gekommen, so nach der Corona-Pandemie, als immer mehr Berichte kamen, dass Haustiere jetzt ausgesetzt werden, die in Corona-Zeiten angeschafft wurden. Um zu fragen, geht es eigentlich, das war so der Auftakt, und dann ging es mir immer so, ich habe im Moment keine Haustiere, aber immer wenn ich bei Freunden bin, die eines haben, dann finde ich die Katze so schön, die sich gemütlich, an mich schmiegt, oder der Hund, der mich freundlich begrüßt. Und dann denke ich immer, ich hätte auch gern ein Haustier. Und dann frage ich mich auch immer, kann ich das leisten, was das Haustier braucht? Will das Haustier eigentlich bei mir leben? Will das Haustier mit mir spazieren gehen? Will sich mit mir unterhalten oder was auch immer? Oder hätte das Haustier nicht lieber seine Ruhe und würde irgendwo wohnen? Mir tun auch die armen kleinen Hamster immer mal leid und die armen kleinen Zwergkaninchen, die sehr geliebt und geknuddelt werden, die das aber unter Umständen gar nicht so mögen. Darüber werden wir uns heute Abend unterhalten, moderiert von Anne Strothmann, Redakteurin bei Publik Forum, Frau Hilal Seskin und Frau Henriette Magnussen. Und wir bitten Sie jetzt nochmal im Verlauf, auch Ihren haben Sie alle schon gemacht, soweit ich sehen kann, Ihre Lautsprecher auszuschalten. Das stört ein wenig sonst in der Diskussion. Und Bild können Sie auch ausschalten, haben Sie eben auch meistens schon getan. Dann rede ich jetzt gar nicht weiter drumherum. Begrüße noch meinen Kollegen Markus Breuer. Ich habe dich eben vergessen, weil du schon die ganze Zeit hier sitzt. Und du sagst dann noch ein paar abschließende Worte. Die Veranstaltung wird auch aufgezeichnet, wird auf unserem YouTube-Channel zu sehen sein, KIB Bistum Limburg. Neben diesem dann, da können Sie alles nochmal nachgucken, können es auch nochmal Bekannten weiterleiten, können das auch nochmal als Gesprächsbasis nutzen. Und Sie finden da auch eine ganze Menge andere interessante Dinge, die man wunderbar hören kann, wenn man auf dem Heimtrimmer sitzt, Gymnastik macht oder einfach auch abends kein Fernsehen gucken will. Jetzt gebe ich aber endgültig ab an Sie drei und freue mich auf ein ganz spannendes Gespräch. Dankeschön, Frau Wehner. Ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich freue mich, dass Sie sich für das Thema interessieren. Dass Haustiere ein sehr emotionales Thema sind, konnten wir ja jüngst am US-Wahlkampf beobachten. Also Donald Trump hat versucht, Stimmung zu machen gegen Migranten, indem er behauptet hat, die ersten Hunde und Katzen, also Haustiere. Man sollte solche populistischen Aussagen natürlich nicht ständig wiederholen, aber es ist ja doch ganz interessant für unser Thema. Denn selbst Menschen, die selbstverständlich das Fleisch anderer Tiere essen, reagieren bei dem Thema Haustiere sehr empfindlich. Also, dass man die isst, das gehört sich irgendwie nicht. Das liegt natürlich daran, dass wir Haustiere oft als Familienmitglieder ansehen und eine emotionale Bindung haben zu ihnen. Und wenn diese familiäre Bindung aber wiederum zu eng ist, dann spottet jemand wie dieser Vizekandidat J.D. Vance darüber, dass es so Childless Cat Ladies gibt, also Frauen, die Katzen als Kinderersatz haben. Und bedient natürlich das Klischee, dass die damit irgendwas kompensieren. Dass das nach hinten losging, haben Sie wahrscheinlich auch mitbekommen, weil nämlich Frauen nicht nur in den USA, sondern auch hier in Deutschland sehr selbstbewusst gesagt haben, ja, wir sind Childless Cat Ladies, wir sind Katzenmamas und wir sind sehr stolz darauf. Also man merkt schon so mit Haustierbesitzerinnen, also wenn man überhaupt von Besitz sprechen kann, darüber können wir nachher noch diskutieren, sollte man sich vielleicht nicht anlegen. Deswegen ist die Frage, die im Flyer ist, umso provokativer. Dürfen wir noch Haustiere halten? Die Frage klingt erstmal total absurd, weil natürlich dürfen wir das. Es ist gesetzlich nicht verboten. Ist ja denn, man möchte sich irgendwie einen Alligator in der Badewanne halten. Da sagt der Gesetzgeber schon, dass das nicht okay ist. Aber die Frage ist ja auch eher, ist das ethisch in Ordnung? Ist es vielleicht sogar gut, Haustiere zu halten? Haben die auch was davon? Oder ist es für uns gut? Lernen wir irgendwas dabei? Oder ist es einfach purer Egoismus und Bedürfnisbefriedigung? Und darüber möchte ich gerne mit meinen beiden Gesprächspartnerinnen sprechen. Die beiden sind nicht nur sehr kluge und gefragte Referentinnen, sondern engagieren sich auch beide für Tiere. Henriette Mackensen hat mir erzählt, sie kommt aus einer sehr tierlieben Familie, wollte schon als Kind Tierärztin werden. In der Familie war es ganz normal, dass man verletzte Vögel mit nach Hause brachte und sie gesund pflegt in aufopferungsvollen Nachtschichten. Bei dem Wunsch, Tierärztin zu werden, stand aber auch immer im Hintergrund, das hast du mir auch erzählt, wir haben uns im Vorgespräch verständigt, dass wir drei uns duzen,
stand auch immer das Ziel vor Augen, dass du gerne in den Tierschutz möchtest, also was für Tiere tun willst. Und das hast du auch geschafft. Also du bist hauptamtlich jetzt beim Deutschen Tierschutzbund tätig und leitest die Abteilung Heimtiere. Danke, dass du dir heute die Zeit nimmst. Friederike Schmitz, die in der Ankündigung stand, haben Sie vielleicht schon gemerkt, ist leider erkrankt. Es tut ihr sehr leid. Glücklicherweise hat sich aber Hilal Seskin spontan bereit erklärt, uns hier zur Seite zu stehen. Und es ist auch ein würdiger Ersatz. Auch Hilal Seskin ist in einer tierlieben Familie aufgewachsen. Ihr beruflicher Weg war aber ein bisschen anders. Sie hat Philosophie studiert, als Journalistin gearbeitet und eine Menge Bücher geschrieben. Sehr empfehlen kann ich Ihnen Artgerecht ist nur die Freiheit, eine Ethik für Tiere. Also wenn Sie nur ein Buch über Tierethik lesen wollen, kann ich Ihnen das wirklich empfehlen. Das ist so eine Art Standardwerk geworden. Und ihr jüngstes Buch heißt Vom fordernden und beglückenden Leben mit Tieren. Da erzählt sie viele kleine Geschichten, die eigentlich ganz gut zu unserem Thema passen. Denn Hila Seskin lebt nicht nur mit Katzen zusammen, sondern auch mit Schafen. Neben ihrer Tätigkeit als Autorin hat sie nämlich auch einen kleinen Lebenshof, wo diese Tiere einfach alt werden dürfen. Und ich weiß, dass Hila, dass du den Titel der Cat Lady mit Selbstbewusstsein trägst und auch den der Sheep Lady. Danke, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr aufs Gespräch. Henriette, wie ist es eigentlich bei dir? Lebst du auch mit Tieren zusammen? Ja, auch mit Katzen inzwischen. Also die Katzen sind noch nicht so lange bei mir. Die habe ich mir vor einem halben Jahr nach langem Überlegen aus dem Tierheim die zu unserer Familiensituation passenden Katzen gesucht und gefunden zum Glück. Und hatte aber vorher viele Jahre einen Hund, den wir dann mit 17 Jahren gehen lassen mussten. Und Sie haben ja, ich habe ja das Stichwort Familie schon erwähnt. Wir hatten auch mal zwischendurch vier Ratten aus einem Animal Hoarding-Fall. Das, ja, Stichpunkt Kinder und Verantwortung und Haustiere können wir vielleicht später auch nochmal drüber reden. Aber das waren so die letzten Haustiere hier in diesem Haushalt, ja. Das heißt, man merkt schon, ihr beide habt gar nicht so grundsätzlich was gegen Haustierhaltung. Ihr lebt selber mit Tieren zusammen. Sind Haustiere nicht irgendwie auch, also man unterscheidet ja oft zwischen Haustieren und Nutztieren, sind Haustiere nicht auch irgendwie doch Nutztiere, weil man sie ja für unser emotionales Bedürfnis benutzt? Also nicht einsam zu sein oder die Kinder sollen Verantwortung lernen, das Beispiel hatten wir gerade schon. Wie seht ihr das? Ein Stück weit ist das sicherlich so. Im besten Fall profitieren beide Seiten gleichermaßen und das Tier nimmt keinen Schaden durch das Zusammenleben mit dem Menschen. So, das hoffe ich jetzt zum Beispiel in den Fällen der Haustierhaltung bei mir zu Hause. Aber die Grenzen sind natürlich sehr fließend dabei. Ja, ich denke auch. Also es ist ja diese Idee, dass man den anderen nicht benutzen soll oder nicht nur benutzen soll, das ist ja sozusagen so eine kantianische Idee und die ist so ein bisschen schwierig, wenn man sie rigoros durchbuchstabiert. Ich meine, auch menschliche Freunde, Freundinnen benutzen sich oder haben einen Nutzen voneinander. Aber das ist eigentlich nicht die primäre Bestimmung. Also man versucht ja, die andere Person doch ernst zu nehmen. Und ich würde sagen, bei Tieren ist das ganz genauso, dass man Freude im Umgang hat. Es spricht nicht dagegen, zusammenzuleben. Ob es aber eine faire Angelegenheit ist, ob man dem anderen wirklich gerecht wird. Ja, also gerade diese Fairness-Sache, denke ich, ist bei den Haustieren, die uns ja mehr oder weniger ausgeliefert sind, die vom Gesetz uns eigentlich richtig übereignet sind. Wir sind angeblich die Besitzerinnen dieser Tiere. Und es gibt wirklich nur so Not. Alle Regeln, also wenn der Missbrauch zu schlimm wird und die Quälerei, dann ist es verboten. Aber im ganz großen Bereich sind sie uns ja eigentlich ausgeliefert. Ob die Fairness da immer gewahrt ist, ist die Frage. Also würde ich auch für mich selber, also da ist niemand von ausgenommen. Wir sitzen natürlich am längeren Hebel, wir haben die Macht, aber das ist, glaube ich, dieses Problem, dass wir die nutzen. Also Nutzen muss nicht ausnutzen sein oder Freude haben heißt nicht ausnutzen. Wenn Wobei, jetzt, wenn ich ja. sage, also. Ich meine, ich lebe ja auch mit Schafen, ja. Und ich habe schon, als wir angefangen haben mit dem oder mit der Einladung, habe ich gedacht, okay, Haustiere, natürlich sind meine Schafe keine Haustiere oder Heimtiere, weil die leben im Stall nebenan. Meistens, ja. Ja, stimmt, manchmal. Es gibt Bilder von mir, die das Gegenteil beweisen. Natürlich, ein krankes Lamm muss auch mal in die Küche, wenn es irgendwie versorgt werden muss, aber oder ein krankes Huhn oder eine kranke Gans. Ich hatte schon verschiedene Tiere im Haus. Ich meine nur, man kann auch auf andere Weise mit Tieren nah zusammenleben als Freundin und Freundinnen. Ja? Das muss nicht unbedingt im Haus sein. Und wenn Leute darüber nachdenken, was ist fair? Also zum Beispiel die Schafe leben schon auch ein eigenes Leben. Also ich finde, diese Begriffe sind sehr einengend. Und es gibt auch anderes Zusammenleben, fair oder auch nicht fair, freundschaftliches Zusammenleben mit Tieren außerhalb des Hauses.
Henriette, diese berühmte Kinderfrage, Mama, ich will einen Hund, ich will ein Haustier. Oft geben Eltern dem nach und begründen das dann mit, das Kind soll ja Verantwortung lernen, soll Empathie lernen oder das Miteinander mit Tieren lernen. Ist das berechtigt? Also grundsätzlich finde ich das sehr berechtigt und ich glaube auch, dass Kinder, also Menschen generell ja von dem Zusammenleben mit Tieren profitieren können und auch viel lernen können. In der Praxis läuft es halt leider so oft schief. Also was ja leider der Klassiker ist, ist das Kaninchen oder der Hamster für die Kinder, was leider beides Tierarten sind, die überhaupt kein großes Interesse an Kindern haben. Und wo dann dieses, wo fängt der Schaden an, doch sehr, sehr, sehr nahe liegt, ne? Also gerade das Kaninchen ist eine so unterschätzte Tierart, die in der Wohnung eigentlich überhaupt nicht haltbar ist, ihren Bedürfnissen entsprechend. Und dass das bei den, mal abgesehen von Hund und Katze, ja Tierart Nummer eins ist, die in deutschen Haushalten lebt, tut mir ehrlich gesagt ein bisschen weh in der Seele, weil das wirklich wahnsinnig anspruchsvolle Tiere sind, ne? Die Haken schlagen wollen, die buddeln wollen, die in Gruppen leben wollen, wo aber auch gleichzeitig dann Vergesellschaftung und also, ne, das würde einen eigenen Vortragsabend füllen. Also was wirklich schwierig ist. Und das als Tierart Nummer eins für Kinder, da wird keine Seite glücklich am Ende. Und gleiches mit einem nachtaktiven Hamster, der überhaupt nichts und zerbrechlich ist und ganz andere Aktivitätszeiten haben sollte wie ein Kind. Jetzt in unserem Fall, ich habe ja schon erwähnt, wir hatten vier Ratten. Das war für mich ein Kompromiss. Die waren im Tierheim aus dem Animal Hoarding Fall. Es war klar, die werden nicht mehr vermittelt. Die waren schon ein Jahr alt. Ratten werden ja nicht so alt. Dass ich gesagt habe, okay, sie wollen Verantwortung lernen. Ne? Wir geben das auch da. Gehege, das hat das halbe Kinderzimmer eingenommen. Das war riesengroß. Und auch da habe ich wieder wahnsinnig gelernt, was die auch für ein Bewegungsbedürfnis und Beschäftigungsbedürfnis hatten und natürlich nachts extrem geräuschvoll aktiv waren. Und dass es für Kinder dann aber trotzdem immer eine Grenzerfahrung ist, ja, Freude, ja, aber wenn sie sich nicht wirklich mit Kuscheln und so einbringen dürfen, weil das sind keine Kuscheltiere, dann erlischt das Interesse halt ganz schnell. Und am Ende des Tages bleiben dann doch fast nur, muss ich sagen, Hund, Katze übrig, die halt ein bisschen selber mitbestimmen, welche Nähe sie zulassen, welche nicht. Also wenn die Eltern oder der Rest der Familie das hoffentlich so begleitet und dann doch am meisten ein Geben und Nehmen es werden kann. Aber es ist ein wirklich schwieriges Thema, ja. Und sowas wie Verantwortung und Empathie sind ja Tugenden. Da frage ich mal die Philosophin, lernen Kinder das Richtige, wenn sie sowas an Haustieren lernen? Ja, also ich habe gerade an die Kaninchen und die Meerschweinchen und all die Tiere gedacht, die man in manchen Zoohandlungen ja auch tatsächlich noch kaufen kann. Und ich meine, was ist das eigentlich? Also das aus philosophischer Sicht oder überhaupt aus Menschenverstandssicht, würde ich sagen, also ein Lebewesen, das eigene Gefühle hat und einen eigenen Willen hat und sein eigenes Leben leben will, das dürfte man gar nicht einfach so besitzen dürfen oder verkaufen dürfen oder sowas. Und das darf man auch nicht anderen zu Weihnachten schenken oder sowas. Das ist ja ein Wesen mit seinem eigenen Leben. Und tatsächlich ist es bei uns aber legal, dass ja, man so durch wie so einen Supermarkt geht und dann guck mal hier dieses da mit den drei Farben und so, das sieht aber doch ganz niedlich aus und sich dann irgendwie einbildet, dadurch eine gefühlsmäßige Beziehung aufbauen zu können. Natürlich hat man Gefühle, es ist nur die Frage, ob sie auch eben passen, sozusagen, ob sie nicht Projektion sind oder eben auch missbräuchliche oder überschießende, ja. Und was Henriette eben erzählte mit diesen Kaninchen, also ich habe mal drei Kaninchen aus dem Tierschutzfall so übernommen, weil sie mussten, mein Gott, ich habe das so unterschätzt, das sind ja so komplizierte Tiere. Du hast es ja wirklich gesagt, auch die Vergesellschaftung und dann dieser Magen-Darm-Apparat, also allein die richtig zu ernähren, ja, das ist eine Wissenschaft quasi, welches Kraut morgens oder abends, also wenn man das richtig machen will und man merkt halt, manche Tiere passen einfach nicht gut dazu, mit Menschen zu leben. Ja, das oder unter nur ganz seltenen Bedingungen vielleicht. Die müsste man so frei laufen lassen, das würde man als Mensch gar nicht ertragen, weil dann würden sie auch vielleicht nicht zurückkommen oder so. Insofern. Ja, was lernen Kinder dadurch? Also ich finde, wenn man Tiere irgendwo kaufen kann, einfach so nach Gusto, damit vermittelt man übrigens wie in Zoos, ja, eigentlich das Falsche. Man sagt, dass das Tier mit all dem, was man eigentlich wertschätzt, doch verfügbar ist für uns unter Bedingungen, die wir regeln. Ja, also zum Beispiel im Zoo liest man ja auf so einem Etikett, das Tier kann so und so schnell laufen oder hat ein Revier von so und so viel Quadratmetern, aber hat es überhaupt nicht. Man sieht es dann auf dem für uns bequemen Ort. Ja? Und was Ähnliches lernt man auch bei diesen Kaninchen: rausnehmen, reintun nach unserem Geschmack und nicht nach den Bedürfnissen des anderen Tieres. Ich finde, das ist pädagogisch eigentlich, es ist ambivalent, weil natürlich
können Kinder trotzdem etwas lernen und sie entwickeln auch Mitgefühl oder eine Nähe zu dem Tier. Ja, es ist wirklich ambivalent, aber letztlich geht es für das Tier nicht gut aus. Man muss auch ehrlich sagen, für die Kinder oft auch nicht. Also ich kenne viele Erwachsene in meinem Alter oder auch Jüngere, die wirklich ganz belastende Erfahrungen haben, ja, mit zum Beispiel Kaninchen oder Mäusen oder was halt so unheimlich schief ging. Ja, ich auch. Also meine Mutter hat es mir zwar verboten, aber man macht trotzdem Erfahrungen mit Tieren und das geht oft schief und das belastet die Leute oft und verfolgt sie auch lange. Weil man schon merkt, dass, ja, dass dem Wunschbild der Liebe, von der beide profitieren, eben nicht entsprochen werden kann. Das kann ich bestätigen. Meine Schwester und ich haben heute noch Albträume, weil wir Kaninchen hatten und ohne dass wir was Böses wollten, sie nicht gut behandelt haben. Das ist wirklich furchtbar. Wenn man das dann Kindern mitgibt, ist es vielleicht auch nicht so schön. Das heißt, wir haben jetzt schon mal rausgefunden, kleinere Tiere für Kinder sind eher schlecht. Hunde oder Katzen sind aber dann uneingeschränkt okay. Also uneingeschränkt würde ich auf keinen Fall sagen, vor allem beim Hund, auch wieder mit ganz vielen Einschränkungen, weil da kann ein schönes Zusammenleben auch ja schnell zu einem problematischen Zusammenleben werden, wenn die Kinder nicht lernen, wo die Grenzen sind. Also da denke ich jetzt mehr auch an den Schutz des Hundes. Weiß ja nicht, Beißstatistiken zeigen ja, dass ganz oft die Beißvorfälle im familiären Umfeld passieren. Und natürlich die Geschädigten, ganz, ganz klares Thema, dass die natürlich dann auch das Mitleid verdient haben. Aber mein Mitleid gilt auch immer den betroffenen Hunden, denn da ist ja eine Vorgeschichte dabei. Also ne, das ist, meistens ist ja irgendwas vorgefallen, was schon das Vertrauensverhältnis gestört hat und warum es so weit gekommen ist. Also bei Hund und Kindern muss man ganz viele Regeln beachten, damit es funktionieren kann. Bei Katzen natürlich auch, nur ist die Katze in der Regel ein bisschen besser da drin, diese Grenzen auch deutlich zu zeigen. In der Regel, ne? Also natürlich auch da nicht alles ohne Ausnahme, aber das kann besser funktionieren. Aber bei allem gehört dazu, dass die Bedürfnisse des Tieres im Vordergrund stehen müssen und das Wissen. Ne? Die Erfahrung, die du gerade erzählt hast von den Kaninchen, ich hatte den einzelnen Wellensittich als Kind, das war ja alles nicht bös gemacht, weil man Böses wollte, sondern weil man es zum Teil ja auch nicht besser wusste. Und das ist halt was, woran man wirklich immer noch so viel tun muss, die Aufklärung und das bessere Wissen zu verbreiten, ne, damit es auch zu einem positiven Erlebnis und einer positiven Erinnerung werden kann. Aber ich wollte nur gerade was Grundsätzliches mal sagen, womit ich Henriette bestimmt nicht widerspreche oder widersprechen will, aber es ist natürlich auch so, wir leben einfach in einer Gesellschaft, wo Tiere für alles verwendet und eingesetzt werden dürfen. Ja? Also wir leben in einer Gesellschaft, die Tiere einsperrt, um sie krank zu machen, um Medikamente für uns zu testen oder um irgendwelche Kognitionsleistungen zu erproben oder wir dürfen Tiere einsperren, um sie und dann schlachten, um sie zu essen, auch wenn wir uns anders ernähren könnten. Also wir leben in einer Gesellschaft, wo Tiere für alles verwendet werden. Wenn wir in der U-Bahn sitzen, vielleicht ist ein Ledersitz, dann sitzen wir auf einem Tier. Überall sind tierische Produkte, jeder Lack und jede Farbe, die wir verwenden, wurde an einem Tier getestet. Und da kann man sich natürlich auch klar machen, das ist ja irgendwie auch logisch, dass wir da nicht die perfekte Heimtierhaltung haben. Weil also diese ganz grundsätzliche Vorstellung, dass die Tiere uns zu dienen haben oder wir die einfach so verwenden können, ja, die ist in unserer Gesellschaft ganz tief eingeschrieben. Also wir haben eine zutiefst, ich sag mal, speziesistische, hierarchische, nach Menschen und Rest der Welt sortierte Gesellschaftsform. Das haben wir so stark internalisiert, dass es irgendwie auch kein Wunder ist, dass bei Haustieren eben auch so viel schief geht. Ich wollte einfach nochmal so daran erinnern, dass das auch kein Zufall ist. Wir können vermutlich gar nicht Haustiere super ernst nehmen. Also wie Gleichberechtigte, weil sie ja sonst sind ja Tiere auch nirgendwo gleichberechtigt. Wir können nur versuchen, weiterzulernen. Und ich denke, das Erschütternde ist, dass wenn man, also ich weiß nicht, wie es bei Henriette persönlich ist, wir kennen uns nicht, aber ich nehme an, also auch wenn man tierlieb aufwächst und versucht, das zu lernen, dass man sich immer wieder, oder ich bin auch schon ganz lange Veganerin, aber man ertappt sich halt doch immer wieder bei solchen speziesistischen Verhaltensweisen oder dass man über ein Tier hinweggeht oder es falsch einschätzt, weil wir es so gelernt haben. Und weil es ein ganz mühsames Weglernen ist. Ein Weglernen von den Vorurteilen, die wir und den Praktiken, die wir erlernt haben, und ein Lernen hinzuschauen und sensibler zu werden für die Rechte der Tiere und deren wirkliche Bedürfnisse. Und was denkst du da? Weil ich meine, das macht ja keiner mit Absicht, ne? Also normalerweise, wenn wir Haustiere haben, wir bilden uns ein, wir lieben diese Tiere, wir wollen gut mit ihnen umgehen. Wo sind denn da die Fallen? Also, dass wir das Beste wollen, aber nicht das Beste tun.
Na, zum einen natürlich dann auch, dass wir ja sofort vermenschlichen, ne? Und aber das Tier ja auch schon uns so aussuchen, dass es unseren ästhetischen Ansprüchen und ne, unseren Niedlichkeitsfaktor erfüllt. Also oft ist ja auch schon der Weg zum Tier der völlig verkehrte. Wie ich mein Tier ausgesucht habe, wie ich mich entschieden habe, dieses Tier. Es kann ganz viele verschiedene, ne? Das kann sowohl sein, dass ich halt rein nach Optik gehe, kann aber auch sein, dass ich auch aus dem Fellfersyndrom das nehme, was aus meiner Sicht jetzt am meisten bedürftig ist, was aber auch vielleicht gar nicht passt. Und dann auch nicht erkenne, was ist jetzt das, was ich wiederum reinprojiziere oder was sind jetzt wirklich die Körpersprache und die Bedürfnisse des Tieres. Also dieses Vermenschlichen kommt ja ganz schnell, sobald die Emotion dabei ist. Ist meine Erfahrung. Also. Ja, wobei ich ehrlich gesagt dieses Wort vermenschlicht, da bin ich schon ein bisschen allergisch, weil ich finde, es wird so oft verwendet, so in dem Sinne, oh, man soll da keine Gefühle in die Tiere reininterpretieren, ja. Also so als ob, wenn man zum Beispiel Tieren Freundschaften unterstellt oder Traurigkeit oder auch sogar Angst oder Lebenswillen, dann wird auch schon von Vermenschlichen gesprochen. Also gerade wenn es um landwirtschaftlichen Bereich geht, wenn man sagt, Tiere wollen doch nicht eingesperrt werden, Tiere wollen nicht gegessen werden, ach ja, nicht vermenschlichen und so. Deswegen bei dem Wort wird mir so ein bisschen, also ich Kann würde ich auch verstehen, kann ich verstehen. Ich ja, denke ne? dann dran, sobald ein kalter Tag ist, ich ziehe mir die Winterjacke an, deswegen muss mein Hund auch den Mantel anziehen. Ja, Also ich denke halt eher an diese Beispiele, aber ich kann natürlich, genau. es ist nicht verkehrt, auch Emotionen in die Tiere rein zu interpretieren. Das will ich natürlich Ja, nicht sagen. oder, aber das Interessante ist doch eigentlich, dass Tiere uns, also viele Tiere, erstaunlich ähnlich sind und dann doch eben auch ganz anders. Also es gibt ja so beides irgendwie. Und das finde ich immer wieder so faszinierend. Also es kennt ja sicher jede, die diese Videos so auf YouTube, so kleine Clips, wo Krähen irgendwie auf Joghurtdeckeln die Dächer runter schlittern oder Ziegen oder Füchse springen auf Trampolins. Also wenn man da sagt, oh, denen macht das Spaß, das ist nicht vermenschlicht. Das ist anscheinend eine Körpererfahrung, die haben wir. Wir sind natürlich mit denen eng verwandt, ja. Die haben wir und das ist dann auch richtig beobachtet. Aber dann wiederum, also zum Beispiel meine Schafe, ja, ich gehe mit neben den Schafen auf der Weide und dann kommt da so ein saftiger Büschel Gras und dann denke ich als Mensch, da würde ich jetzt sofort reinbeißen. Und das Schaf geht natürlich vorbei und isst irgend so ein Hälmchen, ja, wo ich denke, ja, was soll das? Und dann merke ich, okay, klar, meine Vorstellung von was ein leckeres Gras wäre, ich habe noch nie Gras gegessen, das passt natürlich nicht. Also es gibt eben beides, ja. Das Schaf was, oder Ziege, die auf dem Trampolin springt, kann ich gut verstehen, aber sobald wir am nächsten Büschel stehen, dann interpretiere ich es auch wieder falsch. Also das ist eigentlich auch wie bei Menschen, ne? Man braucht Vielleicht was. allgemeines Wissen über Menschen, um sie zu verstehen, aber muss dann auch wieder ganz genau hingucken, weil man oft sie eben missversteht. Vielleicht hast du dich da auch ein bisschen verscharflicht schon. Das könnte ja auch sein, wenn dir schon beim Büschel Gras das Wasser im Munde zusammenläuft. Dieses Vermenschlichen, das wird ja oft auch so, ne, wenn ich jetzt nochmal an J.D. Vance denke, dann sagt man, man behandelt Katzen jetzt wie Kinder. Das ist ja eine totale Vermenschlichung. Ich habe den Eindruck, schützt das nicht auch ein bisschen vielleicht auch Tiere? Sich muss. Sagt, wir vermenschlichen es, also zum Beispiel, indem wir ihnen Rechte zugestehen, die wir auch Menschen zugestehen. Das finde ich eben keine Vermenschlichung. Ich finde, das ist einfach nur richtig. Ja? Das ist eine Universalisierungsleistung, dass wir anerkennen, dass Rechte haben, etwas damit zu tun. Also wenn da ein empfindendes, mit Willen, eigenem Willen begabtes Wesen vor mir steht und das kann ein eigenes Leben leben und es will ein eigenes Leben leben, dem dann das Recht dazu zugestehen, das ist nicht eine Frage der Vermenschlichung, das ist eine Frage des moralischen, ja, Schlüsseziehens eigentlich. Ja. Die andere Sache ist, woran ich jetzt gedacht habe, als du so gesprochen hast, was ich mich manchmal frage, also bei meinen Katzen, ja, ich rede mit denen schon so in so einem süßlichen Ton. Ich muss echt sagen, also da frage ich mich ja, warum mache ich denn das jetzt eigentlich? Das ist so ein Infantilisieren eigentlich. Und das würde ich über den Kopf total ablehnen, ja. Tiere sind ja nicht. Vor allem, ich habe so einen Kater, der hat, bevor der bei mir lebte, hat er sich 11 Jahre auf der Straße rumgeschlagen. Ich meine, der weiß mehr über dieses Dorf als ich und über das Überleben. Also das ist ein gestandener Kater, ja. Aber ich finde ihn trotzdem so süß, ja. Also das kommt so ein Gefühl wie so, ja, so ein infantilisierendes Gefühl dazu. Da bin ich mir ehrlich gesagt, da stehe ich mir selber sehr fragend entgegen. Oh, Henriette hat, glaube ich, eine Antwort darauf. Ja, also es schadet ja auch nichts. Und die Katzen sind ja so höflich, dass sie dann ja auch zurück kommunizieren und es miauen machen, ne? Was ja auch interessanterweise wohl eine Lautart ist, die sie ja nur dem Menschen gegenüber machen. Also dass sie ja in freier Natur gar nicht so machen, dieses Miauen, sondern hauptsächlich auch, um mit ihrem Halter zu kommunizieren. Und dann kann man ja auch, gibt es ja auch Katzen, die dann so richtige Gespräche mit ihren Haltern führen. Und das ist doch auch okay. Ich glaube, sind so die Dinge, die schaden weder dem einen noch dem anderen. Und ich finde auch diese dieses Thema Kindsersatz
gar nicht schlimm. Also ich finde das überhaupt nicht ein Problem. Also ich habe beides. Ich habe Kinder und Haustiere und ich weiß schon, dass das unterschiedliche Emotionen sind, aber ich habe auch andere Gefühle für meinen Mann als für meine Kinder und für meine besten Freunde und für meine Eltern. Also das sind ja alles verschiedene tiefgreifende Gefühle, die ich habe. Und auch für meine Haustiere habe ich sehr tiefgreifende Gefühle. Und was spricht denn da dagegen? Also solange das nicht dazu führt, dass ich die Bedürfnisse den Tieren aberkenne und ihnen eben nicht mehr gerecht werde, ist das doch völlig in Ordnung. Man hat während der Corona-Zeit, es wurde ja auch eben angesprochen, schon gemerkt, wir haben irgendwie offenbar, ich kann mir das nur so erklären, so Sehnsucht nach was Lebendigem gehabt. Das war ja nicht nur Langeweile, warum so viele Leute auf einmal dachten, ich brauche dringend irgendein Tier in meinem Leben. So irgendwas in den eigenen vier Wänden zu haben, was lebt. Das ist ja eigentlich, ist das erstmal ein schöner Impuls. Ja. Frage ist, also erstens, sind wir überhaupt ein adäquater, also für die Tiere auch adäquat, als Sozialpartner für Hunde und Katzen? Und dann natürlich, was ist später mit den Tieren passiert? Sind jetzt zwei Fragen. Kommt damit klar, denke ich. Also ich höre gerade meinen Kater. Ich sitze in einem Zimmer mit dem einen Kater, der krank ist und deswegen ein eigenes Zimmer hat. Und schwer zu erklären, aber ich höre, wie den anderen Kater, der eigentlich der Chef im Haus ist, die ganze Zeit die Katzenklappe rein und raus geht und rein und raus geht, weil er findet es immer empörend, wenn ich für ihn nicht erreichbar bin. Und ich denke schon, dass dieser Kater auch seinen Zugriff auf mich durchaus schätzt. Also der hat ein sehr eigenes Verhältnis zu mir entwickelt und den habe ich auch, den habe ich übrigens auch während der Corona-Zeit dann irgendwie bekommen, aber ich habe. Naja gut, ich habe meine letzten drei Kater tatsächlich alle im Garten gefunden oder auch die Katze, ja. Das ist natürlich auf dem Dorf nochmal anders. Aber ja, die Katzen zeigen einem, oder ich kenne es halt vor allem von Katzen, ne? Bei Schafen ist es anders. Schafe sind auch scheuer und so, aber Katzen zeigen einem durchaus auch oft, dass sie einen wollen, ja. Oder sie versuchen irgendwo einzuziehen. Es gibt viele Leute, die sich darüber quasi beklagen, weil bei denen einfach dann jemand eingezogen ist, ein Kater. Und da würde ich schon sagen, da sieht man eben. Das sind auch nicht unbedingt Vorstellungen, die zusammensprechen, aber das sind eben auch Akteure und die bilden diese Beziehung. Die Tiere erleiden das auch nicht nur, sondern die gestalten dann auch eine bestimmte Art von Freundschaft. Übrigens, meine Kater reden total viel miteinander. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt. Ich habe das auch schon gehört, dass Katzen angeblich nur mit Menschen reden, aber die reden so viel, das ist unglaublich, ja. Vielleicht haben sie sich abgeguckt, in diesem Haushalt wird gesprochen. Nee, das haben die mitgebracht. ja, aber das, also dass die Tiere das auch einfordern, die Zeit mit den Menschen, auf jeden Fall kann ich nur unterstützen. Und zu der Frage mit der Corona-Zeit, also das war ja definitiv so, dass ein Haustierboom in dieser Zeit stattgefunden hat. Nicht nur bei Hunden und Katzen, sondern auch bei den kleinen Heimtieren sind da in dieser Zeit die Verkaufszahlen angesprungen. Leider auch dann die Zahlen des illegalen Welpenhandels massiv hochgegangen, weil die Tiere mussten ja irgendwo herkommen und der Markt wird dann halt auch aus allen möglichen Quellen ja gesättigt. Aber das Schlimme ist, dass wir jetzt in den Tierheimen die Folgen davon haben. Also ich habe mir gerade noch mal aus einer ganz neuen Umfrage die Zahlen angeguckt, weil wir regelmäßig ja bei unseren Tierheimen, dem Deutschen Tierschutzbund, sind ja um die 500 Tierheime angeschlossen, abfragen, wie es jetzt gerade aktuell aussieht und die Kapazitäten. Also ich weiß, das Thema hört man schon seit Jahren, ne, dass die Tierheime voll sind, aber sie werden halt wirklich immer voller. Und jetzt in der neuesten Umfrage haben nur noch 18% geantwortet, dass sie überhaupt noch Kapazitäten haben, Tiere aufzunehmen. Also nur noch 18% ist halt wahnsinnig wenig. Und dann habe ich mir auch noch mal angeguckt, was denn im Moment der häufigste Abgabegrund ist. Und das ist mit fast 60% keine Zeit mehr für die Tiere. Und das ist, also es steht jetzt nicht dabei, ne? Also, aber für mich ist das natürlich eine klare Folge der Corona-Pandemie, wo Tiere angeschafft wurden, wo der Alltag völlig anders aussah, wo die Zeitverteilung ganz anders war. Und ja, und jetzt ist das Leben zurück, vielleicht auch die Homeoffice-Zeit vorbei und jetzt geht es halt nicht mehr mit den Tieren. Und das ist natürlich, ja, sehr traurig. Aber wohin kommen die ganzen Tiere denn dann, wenn die Tierheime so voll sind? Machen die dann echt Aufnahmestopp? Teilweise ja. Klar, wenn du voll bist, bist du voll. Du kriegst ja auch sonst wiederum Tierschutzprobleme, ne? Also wenn die, du kannst ja nicht die Tiere stapeln und kriegst auch mit den Behörden Probleme. Also das, die Tiere müssen ja auch trotzdem noch adäquat untergebracht werden können. Ja, es gibt dann Aufnahmestopps und deswegen, also Fundtiere müssen sie dann trotzdem noch aufnehmen, aber Abgabetiere können dann nicht mehr ins Tierheim kommen.
Und was passiert dann mit den Tieren? Ja, das ist ein ganz großes Problem. Ja, ob die Leute dann privat versuchen, die Tiere weiter unterzubringen, das ist natürlich dann ein Rückstau, der auch nicht im Sinne der Tiere ist. Aber die Tierheime können das nicht einfach alles auffangen. Wenn die Tierheime so voll sind, woran liegt das? Also will diese Tiere keiner mehr oder sind die Auflagen zu streng? Ich höre ganz oft von Menschen, gerade im Internet, ich wollte ja so gern einen Hund adoptieren, aber die haben mir halt keinen gegeben, die hatten unmöglich hohe Auflagen, ich sollte den ganzen Tag zu Hause sein und noch einen Garten haben und noch dies und noch das und die anderen waren zu alt. Also sind die Auflagen vielleicht auch ein bisschen zu streng, wenn man was an dieser Situation ändern möchte? Die Auflagen sind sicherlich streng, aber die müssen auch streng sein. Also wir merken das immer wieder, dass die Auswahl, die gründliche Auswahl des richtigen Halters viel wert ist. Denn wenn man das nicht macht, dann hat man eine wahnsinnig hohe Rücklaufquote. Und langfristig ist es für die Tiere dann noch schlimmer, wenn sie immer wieder so ein Spielball werden. Und wenn sie erstmal mehrfach zurückgekommen sind, dann wird es immer schwieriger, auch sie zu vermitteln. Das heißt, die sorgfältige Auswahl und wirklich passende Halter für die Tiere zu finden, das ist wichtig. Und ja, da müssen die Kriterien auch streng sein. Sie sind aber gar nicht so streng, wie es immer heißt. Also klar, es gibt Tierschutzvereine, wo vielleicht Hunde nicht mehr an Rentner vermittelt werden. Es gibt aber andere, die sich genau darum kümmern, ne, zu gucken, dass es da auch natürlich dann nicht der junge große Welpe, ja, aber dann, dass man eben schaut, passende Tiere auch für Senioren oder gerade auch in den großen Städten, heißt, also natürlich kriegt man dann auch Katzen in eine Wohnungshaltung, aber nicht, wenn man 5 Tage die Woche, 40 Stunden arbeitet, keinen Balkon hat und eine einzelne Katze dann haben will in der Wohnung. Es ist ja alles, ne, eine Frage der Relation. Also man muss einfach dann gucken, wie sind die Lebensverhältnisse und was für ein Tier passt dann da rein. Und da geht ganz viel. Es gibt so viele Tierheime in der Umgebung. Und wenn man bei einem das Gefühl hat, da sind jetzt gerade nicht die passenden Tiere, dann kann man ja auch noch weiterschauen. Also das sind wirklich, denke ich, genug Möglichkeiten, wenn jemand wirklich will, sich beraten lässt und sich dann umhört, dann auch was zu finden. Aber natürlich, es passt nicht in jede Lebenssituation ein Haustier. Das muss man auch so sagen. Da müssten wir jetzt nicht auch, ehrlich gesagt, von diesen vollen Tierheimen, müssten wir jetzt nicht auch nochmal darüber sprechen, dass es einfach nicht in Ordnung ist, dass man immer weiter Tiere züchtet. Also sowohl, dass es professionell gemacht werden darf, als auch privat. Und wenn wir gesellschaftlich eine Situation haben, in der es so viele Tiere gibt, die ein adäquates Zuhause nicht finden, ja, wieso kann dann jeder Hinz und Kunst ist irgendwie diskriminierend gegenüber diesen Namen? Aber ich meine, wieso ist es dann so in Ordnung, dass man Tiere züchtet, sich bestimmte Merkmale dann noch haben will und so weiter. Also wenn das dazu führt. Oder auch wenn wir jetzt das nochmal aufnehmen, was Henriette vorhin gesagt hat, mit den Kaninchen und den Ratten. Also ich verstehe eigentlich gar nicht, warum das erlaubt ist. Dann muss man, das ist egal, ob das gut ist, dann sind es halt keine Krokodile oder Schlangen, dann sind sie nicht exotisch, aber es sind halt trotzdem nicht für den Käfig geeignet. Ja? Krokodil ist nicht für eine Badewanne geeignet und Kaninchen ist nicht für einen Käfig geeignet. Eigentlich verstehe ich nicht mehr, warum man an unserem Punkt des Wissens darüber sowas überhaupt anbieten, verkaufen und ja, darf sowohl den Käfig als auch das Kaninchen eigentlich. Also, weil die Tiere zwar eine sitzen dann dauernd, versuchen wir die alle noch ein Zuhause zu finden, dann müssen sie versuchen, also ein akzeptables Zuhause finden. Das bleibt alles letztlich dann an irgendwelchen gutmütigen Einzelmenschen zusammen, aber die rechtliche Grundlage passt eigentlich nicht zu der Größe des Problems, finde ich. Ertop, wie erklärst du dir das? Ja, also da ist ganz tief, aber auch in der Politik eine Angst oder wie soll man es nennen, eine Blockade, den Menschen Vorschriften bei der Haustierhaltung zu machen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum jeder züchten, also es, klar, wenn man gewerblich züchtet, hat man eine kleine Auflage, aber wenn man im kleinen Rahmen züchtet, darf das jeder machen. Es kann auch jeder einfach, wie Hilal schon gesagt hat, in den Zoofachladen gehen und ohne irgendwelche Auflagen, ohne nachweisen zu können, dass man sich damit auskennt, dass man schon mal irgendwas gehört hat über Kaninchen, Tiere mitnehmen. Abgesehen davon, dass sich auch jeder im Internet einfach bestellen kann, was er will, weil es erlaubt ist, mit lebenden Tieren online zu handeln. Was für mich schon mal auch ein Unding ist. Warum kann ich mir online Tiere per Klick bestellen und teilweise auch versenden lassen?
Also gerade im Bereich von Kleinheimtieren, Aquarienfischen, Reptilien, auch Vögel werden einfach dann versendet. Also das heißt, da kommt nicht mal ein direkter Kontakt zwischen Züchter, Verkäufer und neuem Halter zustande. Da müsste schon längst was passieren. Oder ein Sachkundenachweis zumindest etwas, ne, dass die Leute wenigstens in irgendeiner Form nachweisen müssen, dass sie sich beschäftigt haben mit der Tierart, bevor sie in den Laden gehen und sich was anschaffen. Also das ist mir alles ein Rätsel, warum da überhaupt nichts passiert und man da eher das Gefühl hat, es wird in die Grundrechte des Menschen eingegriffen, wenn man hier was macht. Aber wie man sieht es ja im Moment, die Folgen sind übervolle Tierheime und es läuft trotzdem alles so weiter. Das heißt, also eigentlich würdet ihr sagen, Haustiere sollten gar nicht mehr gezüchtet werden. Also perspektivisch einfach, es sollte es sich vielleicht gar nicht mehr geben. Also solange die Tierheime so voll sind mit Tieren, sehe ich eigentlich keinen rechtfertigenden Grund dafür, weiter Tiere zu züchten. Ja, das ist eine heikle Frage, ne? Also die wird übrigens auch in der Tierethik so ein bisschen jetzt aufgegriffen, indem man da zum Beispiel sagt, neuerdings, also sind eher neuere Themen in der Tierethik. Man hat früher ja vor allem über Tiere töten und essen gesprochen, aber jetzt geht es auch darum, was ist eigentlich erlaubt und auch so eine Frage. Haustiere sind ja, domestizierte Tiere sind ja von uns abhängig. Ist es eigentlich in Ordnung, Wesen zu züchten oder heranwachsen zu lassen, die von uns abhängig sind oder damit sie von uns abhängig sind? Also das kann man sich schon fragen. Ich muss sagen, das ist für mich ein Unterschied, ob man sagt, man züchtet jetzt weiter oder, also da würde ich sagen, nein, wir müssen mal einen Züchtstopp machen sozusagen, ja. Das würde für mich aber eigentlich nicht unbedingt heißen, dass die Haustiere alle verschwinden müssen. Also diejenigen, die mit uns gut zusammenleben können. Bei Katzen, denke ich, kann das so sein. Ist aber auch oft nicht der Fall. Also eine Katze im Straßenverkehr, das ist keine gute Kombination. Und wo gibt es Menschen ohne Straßenverkehr? Also ich meine, Und bei Hunden, mit Hunden kenne ich mich nicht aus. Da denke ich auch manchmal, so ein Hund ohne Rudel, das ist ja irgendwie auch. Also klar, da sagt man, ja, der Mensch ist ein Rudel. Okay, aber ich denke schon, dass die auch Bock haben, auch mal mit einem Hund um die Ecken zu ziehen. Also, ja, aber nehmen wir mal an, dass es Hunde und Katzen, dass die mit uns ganz gut zusammenleben können. Und ich würde jetzt nicht kategorisch sagen wollen, die müssen jetzt weg, die müssen aus dem Bild der Erde verschwinden, also weil die sind Produkte unserer Domestikation. Ist das so? Domestizierung? Also, das würde ich jetzt nicht sagen, dass sie deswegen eliminiert gehören oder dass das irgendwie falsch ist oder so. Und ich finde auch so Formen von Abhängigkeit zum Beispiel, ja, es gibt verschiedene Formen von Abhängigkeit, auch manchmal von Kränkeren und Gesünderen oder Älteren und Jüngeren und Schwächeren und Stärkeren. Und so kann es eben auch zwischen den unterschiedlichen Tierarten und den Menschen, kann es auch Abhängigkeiten oder verschiedene Verbünde geben. Das finde ich eigentlich eine schöne Sache. Aber das würde ich eben trennen. Ich würde trotzdem sagen, züchten sollten wir jetzt nicht, weil es sind einfach wahnsinnig, es sind zu viele da und die haben kein gutes Zuhause. Ja? Und da finde ich es auch völlig unverantwortlich, wenn Leute sagen, ja, meine Katze soll mal Babys haben. Ja, ich glaube, es sind dann oft auch die Menschen, die einfach Katzenbabys mal wieder sehen wollen. Ich verstehe, Katzenbabys sind unheimlich süß, aber es gibt einfach sehr viele andere Katzen, die zu Hause wollen. Also ich finde, da sollten wir uns sehr am Riemen reißen. Das heißt aber nicht, dass eine Welt ohne Katzen und Hunde wünschenswert wäre, finde ich. Henriette, der Tierschutzbund setzt sich ja dafür ein, für eine Kastrationspflicht an Freigängerkatzen. Das ist gerade gut, dass Hila das angesprochen hat. Da greift man ja schon sehr in den Körper und das Leben der Tiere ein. Ist das in Ordnung? Ja, ich finde das völlig in Ordnung, wenn man das in Relation zu dem Tierleid setzt, das wir sonst im Moment an der Tagesordnung haben, gerade bei den Katzen. Wir schätzen es nur so 2 Millionen, um die 2 Millionen freilebende Katzen, die einfach Folge von Freigängerkatzen sind, die nicht kastriert sind oder die ausgesetzt wurden, die sich unkontrolliert weiter vermehren, weil ja auch immer noch Freigänger draußen sind, die nicht kastriert sind. Und so kriegen wir dieses Problem auch nie in den Griff, wenn das immer so weitergeht. Und was da die Katzen für Krankheiten, für Hunger, für Jungtiersterblichkeit haben, das ist wirklich ein großes Tierleid, was wir damit in Kauf nehmen. Und ich finde jetzt auch, wenn der Mensch sagt, er hat ein Haustier, das er aus seiner direkten Verantwortung entlässt, und das ist ja bei einer Freigängerkatze so, ich habe die nicht mehr im Blick, ich weiß nicht, was die macht, dann kann ich zumindest die Verantwortung dafür tragen, dass die sich nicht unkontrolliert weiter vermehrt. Klar, natürlich ist das. Es fällt ja auch im Tierschutzgesetz unter Amputation, ne? Also es wird ja ein Organ entweder komplett entnommen oder zumindest beeinträchtigt. Das ist eine Operation, das ist ein Eingriff am Tier, der ist schmerzhaft, auch wenn man mit Schmerzmitteln und allem das behandeln kann.
in Relation zu dem Tierleid, das man sonst hat, ist es vertretbar. Und dieses Beispiel, die Katze muss sich einmal fortpflanzen, die will einmal Babys haben, das ist wieder ein Punkt der Vermenschlichung, die ich vorhin angesprochen habe, die ich negativ finde, weil ich bin mir sehr sicher, auch wenn ich es nicht beweisen kann, dass es die Katze am Ende ihres Lebens nicht wissen wird, ich hatte jetzt Junge oder ich hatte nicht und mir ist jetzt was verloren gegangen. Oder wir gehen wieder zu den kinderlosen Katzenladies. Also es gibt ja auch bei Menschen die freie Entscheidung, hoffentlich in vielen Fällen jedenfalls, ob sie sich fortpflanzen wollen oder nicht. Und auch da ist ja nicht gesagt, dass ich mich fortpflanzen muss unbedingt. Ja, also deswegen finde ich, das ist ein Eingriff, der ist vertretbar. Siehst du das auch so, Hilal? Also im Endergebnis, ja, ich habe ja selber gesagt, ich finde, man soll nicht mehr züchten und das bedeutet, man muss kastrieren. Oder müsste den Tieren sonst wie ihre Sexualität vorenthalten, was ja auch nicht toll ist. Also ich finde aber es schon wichtig, dass man sich das auch klar macht. Also dass man sich klar macht, dass eine Kastration oder auch überhaupt das Vorenthalten von Sexualität und Familie jetzt nicht im Sinne eines Lebens, du hast völlig recht, Henriette, nicht so mein Lebensabend, ach ja, was, da habe ich einmal Kinder gehabt oder nicht, so wird das nicht sein. Aber es ist trotzdem ein wichtiges Element von einem Katzenleben oder überhaupt von einem Säugetierleben, auch sich zu vermehren, auch die Liebe, die Fürsorge, die Aktivitäten, die damit verbunden sind. Also da würde ich schon so ein moralisches Modell haben. Ich weiß nicht, ob Sie Martha Nussbaum kennen. Das ist jetzt an die Zuhörenden gesprochen, weil ich bin mir sicher, die beiden anderen kennen es. Die auch so eine Tierethik hat, die beruht darauf, wie bei den Menschen, dass es einfach verschiedene Komponenten gibt, die gehören zu einem vollständigen Leben. Nicht jeder hat alles, klar. Aber es ist eben auch nicht richtig, den anderen etwas vorzuenthalten. Und wir enthalten den Tieren die Sexualität vor und alles, was damit zu tun hat. Und auch eben das Familienleben, die Fürsorge und so weiter. Ich finde, es ist schon ein drastischer Eingriff. Nicht nur wegen der OP und dem Schmerz und dem Narkoserisiko, sondern vor allem deswegen. Das muss man sich schon klar machen. Und ich finde aber, man kann das, ich finde, es ist trotzdem richtig, dass man das machen soll, im Sinne eines fairen Umgangs oder der Vermeidung nicht nur von Leid, sondern auch von einem Unrecht, was man ja sonst den späteren Katzen antut. Also man würde die ja dann vernachlässigen oder so. Aber es ist so ein Preis, was das Tier dafür zahlen muss, dass es ein Haustier ist, quasi. Es kann nicht diesen Teil seines Lebens unkontrolliert, wie Henriette sagt, ausleben, sondern muss da ein bisschen auch unseren Vorstellungen entsprechen. Also in der Natur, wenn man die Natur überhaupt so sagen kann, da kommt es natürlich schon vor, diese große Kindersterblichkeit oder auch dieses Leid durch Parasiten oder sowas. Wir wollen, dass unsere Haustiere sowas nicht durchleiden. Wir haben auch die Verantwortung, es ihnen zu ersparen. Und dann ist die Kastration sozusagen so ein Preis, weil nicht die Kastration nur, sondern das Aufgeben der Sexualität. Und ich finde, ja, man sollte sich zumindest klar machen, dass das eben auch eine Entscheidung ist, die wir für die anderen treffen. Also bei der kinderlosen Frau, die zumindest mitentscheiden konnte, ist was anderes. Crazy oder auch nicht crazy, Cat Lady. Aber die Katzen selber, die tragen ja, die können die Entscheidung überhaupt nicht mittreffen. Die wird über sie getroffen. Und das bleibt ein Problem, auch wenn ich es richtig finde. Also es gibt ja moralische Situationen, da findet man eine Situation richtig gelöst, aber glücklich befriedigend für alle ist er auch nicht. So ein Fall finde ich das. Wenn ich mir manchmal so streunende Katzen angucke, die dann Babys haben, wie die teilweise aussehen, wie erschöpft die sind, davon draußen zu leben und diese Kinder großzuziehen, weiß ich auch nicht, ob sie sich, wenn sie sich entscheiden könnten, nicht dann doch für was anderes entschieden hätten. Aber es ist immer ein Rätselraten mehr. Es ist ein Rätselraten und ein gewisser Kompromiss gehört natürlich auch immer dazu. Ne? Es ist ja nicht nur die frei lebenden Katzen, sondern auch eine weibliche Katze in Wohnungshaltung würde ich immer kastrieren, weil wenn die in eine Dauerrolligkeit gerät, was die in der Regel dann geraten, ist es für die Katze auch kein Vergnügen mehr. Also das ist für so eine Katze biologisch wirklich ein Problem, wenn sie dann eben nicht durch ein Zeugungsakt, ne, dann trächtig wird und Junge bekommt, dann rutscht die in diese Rolligkeit, wenn das nicht passiert. Und es ist höchst belastend für die Katze. Also es gibt viele Gründe, die für eine Kastration sprechen. Und ja, das sind dann Kompromisse, die ich treffe im Zusammenleben Haustier, Mensch. Was vom Tierschutzgesetz ja verboten ist, sind sogenannte Qualzuchten eigentlich. Also eigentlich ist es verboten, Tiere so zu züchten, dass sie Organe fehlerhaft sind oder dass ihnen Gliedmaßen fehlen oder zu kurz sind, steht in Paragraph 11b. Aber ich sehe da trotzdem immer noch so viele von, wie kommt denn das? So zum Beispiel.
in Mops, um mal das populärste Beispiel zu nehmen, sehe ich sehr, sehr oft bei mir vor der Tür über die Straße schnaufen, denke mir immer so, oh weh. Oh weh, ja, er schnarcht so niedlich. Ja, also eigentlich wären die gesetzlichen Grundlagen da, um solche Zuchten zu verbieten. Die aktuelle Formulierung ist aber noch so vage, dass sie viel Interpretationsspielraum zulässt. Was fällt jetzt unter den Begriff Qualzucht und was nicht? Und das andere ist, dass es auch so formuliert ist, dass immer Einzelfallentscheidungen zu treffen sind. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, alle Mops Linien, ne, sind jetzt fallen unter Qualzucht und dürfen deswegen nicht mehr gezüchtet werden, sondern man müsste immer beim Einzeltier nachweisen, warum das nicht geht. Bei einzelnen Tierarten glückt das, wie zum Beispiel, es gibt Urteile im Bereich Nacktkatzen, wenn die keine Tasthaare mehr haben, dann ist das jetzt relativ klar und da würden die Behörden auch immer, wenn sie jetzt eine neue Zucht sehen, wo Katzen ohne Tasthaare gezüchtet werden, dass da die Zucht untersagt wird. Aber das sind wirklich immer noch Einzelfälle. Und Qualzuchten sind wirklich überall um uns herum. Und es betrifft ja nicht nur die kurzköpfigen Hunde, das betrifft die Katzen. Wir haben es vorhin von den Kaninchen gehabt. Da sind die Widderkaninchen ja zum Beispiel eine ganz große Gruppe leidender, unerkannt leidender Tiere, wo Warum es aber auch leiden die leiden, weil man weiß ja, dass Kaninchen eigentlich Stehohren haben und der Ohrkanal dadurch auch eigentlich gedacht ist, senkrecht zu verlaufen und dadurch auch gut belüftet zu werden. Bei den Widderkaninchen ist der Knorpel verändert, sodass der Ohrkanal abgeknickt ist. Und durch diesen Knick findet aber weder eine richtige Durchlüftung statt, noch kann das Ohrschmalz richtig abtransportiert werden. Das heißt, die Tiere sind oft taub. Oft, also höreingeschränkt auf jeden Fall, die haben oft Ohrentzündungen, die nicht entdeckt werden, weil der Tierarzt mit seinem Otoskop, also mit dem Gerät, wo er ins Ohr reinleuchtet, gar nicht unbedingt um die Ecke rumschauen kann, also gar nicht sieht, was dahinter ist. Das kann man auch auf einer Röntgenaufnahme oft nicht sehen, aber im CT. Das macht natürlich, wer macht von seinem Kaninchen CT? Das heißt, das ist oft einfach nicht erkannt. Und dann sagt man, diese Widderkaninchen sind so niedlich, weil sie auch so schön ruhig sind. Die sind nicht so stressig wie die anderen Kaninchen. Ja, aber vielleicht sind die nur so ruhig, weil sie die ganze Zeit Schmerzen haben. Also, das ist wirklich ein ganz trauriges Thema. Und wir versuchen da, also die Tierärzteschaft ist sich da eigentlich schon fachlich einig, aber weder den Handel noch die Zuchtverbände wollen da mitziehen. Diese Rasse einfach nicht, also es ist ja nicht eine einzelne Rasse. Es gibt ja jetzt die Kaninchenrassen mit Knickohren, aber dass man da einfach aufhört, diese Tiere zu züchten und zu handeln. Und das ist ja nur ein Beispiel wieder, ne? Es gibt wirklich Qualzuchten bei allen Tiergruppen. Das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Letzte Woche im Bundestag wurde ein Entwurf für ein neues Tierschutzgesetz diskutiert. Da sollen im Bereich Qualzuchten ein paar Sachen vorangehen. Ich bin gespannt, aber mit langen Übergangsfristen und Möglichkeiten für die Züchter noch weiter zu züchten. Aber immerhin wollen sie an dem Thema noch was machen. Ja, ich bin gespannt, was am Ende des Tages rauskommt oder ob das Gesetz jemals überhaupt verabschiedet wird. Aber auch da ist ja bei den Menschen ja auch noch so viel zu tun. Also ich weiß ja nicht, aber ich hatte in meinem Bekanntenkreis auch schon so viele Fälle, wo ich mir den Mund fusselig geredet habe und dann wurde sich trotzdem wieder ein kurzköpfiger Hund angeschafft. Also es ist ein mühsames Thema. Wie erklärst du, ich meine, das ist ja eigentlich sehr einleuchtend. Wie erklärst du dir, dass es da so Verdrängungsleistungen gibt, dass die Leute all das wissen, aber trotzdem? Weil das dann auch heißt, die sind so lieb und so unkompliziert und dem geht's doch gar nicht so schlecht. Und selbst wenn ich dann aufzähle, überleg doch mal die Augenprobleme, die er schon mit 5 Jahren hatte, ne? Oder, ne, weil diese raustretenden Augen, das sind ja so viele damit zusammenhängenden Probleme. Oder die Hautfalten, die sich dann entzünden. Oder die Zahnprobleme, die auftreten, weil der Kiefer verkürzt ist. Es ist ja nicht nur die Atmung. Aber nein, also ich weiß selber nicht, woran es liegt. Hilal, vielleicht hast du da noch aus ethischer Sicht irgendeine Erklärung oder so, aber ich bin da selber immer ein bisschen ratlos, wenn man da rational nicht weiterkommt bei den Menschen. Naja, aber ehrlich gesagt sind wir ja gerade in einem Zeitpunkt der Weltgeschichte, wo man ja sich sowieso bei sehr vielen Themen überlegt, wie Leute zu so irrationalen Entscheidungen kommen könnten. Also sowohl in unserem Land als auch in anderen Ländern. Und in dem Tierbereich ist es natürlich, also ehrlich gesagt, jede Vegetarierin, jeder Veganer fragt sich das auch, ja. Und ich kann es mir da auch nicht erklären. Beziehungsweise die Antwort ist natürlich, wir Menschen können einfach sehr gut verdrängen, was auch wichtig ist.
uns. Ja, wir kämen nicht durchs Leben, wenn wir nicht verdrängen könnten. Ja, wenn wir alle Probleme der Welt gleichzeitig und alle Argumente und alles gleichzeitig im Kopf hätten, dann könnten wir keinen Tritt mehr von den, keinen Fuß mehr von den anderen setzen. Dummerweise benutzen wir diese Fähigkeit aber auch natürlich im eigenen Sinne, dass wenn einfach zum Beispiel etwas Tradition ist oder etwas sich schön oder verlockend anfühlt oder wenn die Peer Group dahin drängt oder man es so macht, dann machen wir unser Hirn ziemlich weit auf für all diese oder unser Geist für diese Verdrängungsargumente, für so Rationalisierung, wie du gerade gesagt hast, ja, aber das ist doch so und so. Und dann springt man von einem Argument zum anderen. Ich finde, das kann man ganz gut, also in so Situationen verfolgen, wenn man mit jemand, also zum Beispiel das Fleischessen auch diskutiert. Darf ich so ein Beispiel hier anbringen oder ist das springt, also, aber wenn man so fragt, dann die Leute springen von einem Argument zum nächsten, weil natürlich jedes Einzelne irgendwie nicht funktioniert. Und so wird dann Henriette sagen, aber erinnerst du dich an das mit den Zähnen? Ja, aber er hat doch gestern so glücklich auf dem Sofa gelegen. Dann sagst du, aber erinnerst du dich an das mit den Augen? Ja, nee, aber es ist aber gar nicht so schlimm, weil gestern konnte er spazieren gehen. Aber hast du gemerkt, dass er dabei geschnauft hat? Also man springt halt immer weiter. Das sind so psychologische Mechanismen, mit denen kann man sich aus jeder Situation irgendwie rausretten. Und ja. Kann man eigentlich, wenn man, das fällt mir gerade ein, weil bei diesem Fall hat die Frau diesen armen, kurzköpfigen Hund so wirklich über so die Straße gezogen und ich wusste in dem Moment nicht, was ich machen sollte. Also wenn man mitbekommt, dass Haustiere schlecht gehalten, schlecht behandelt werden, bei Kindern würde ich das Jugendamt verständigen. Bei Haustieren vielleicht das Veterinäramt, aber greifen die da überhaupt ein? Die greifen tatsächlich ein, wenn man nachweisen kann, dass es dem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt wurden. Jetzt nur von einem, das Tier wurde, ne, an der Leine über die Straße gezerrt, würden sie jetzt nicht eingreifen. Wenn man jetzt aber, ne, sieht, wie ein Tier geschlagen wird oder misshandelt wird oder auch täglich an der Leine über die Straße gezerrt wird, dann greifen die ein, doch. Also das habe ich schon viele positive Erfahrungen gemacht. Und dann wird natürlich erstmal aufgeklärt und ermahnt. Das heißt nicht, dass das Tier dann weggenommen wird. Muss ja aber auch, also ne, ich finde es ja auch richtig, dass erstmal vorgeschrieben ist, das niedrigste Mittel anzuwenden, ne, mit dem Ziel, das Beste noch zu erreichen. Genau, also das macht auf jeden Fall Sinn, wenn ich ernsthaft Sorgen habe, ich habe was beobachtet, was grenzwertig ist, es dann auch zu melden. Ich finde aber, es gibt auch noch so eine Möglichkeit, also ja, aber es ist auch schwer und es fällt auch vielen Menschen schwer, weil man sich ja in dem Moment einer unangenehmen Situation dieser anderen Person gegenüber sieht. Man möchte die auch nicht beschuldigen und so. Aber man kann ja manchmal auch was sagen. Man kann ja zum Beispiel sagen, also ehrlich gesagt, ihr Hund tut mir jetzt leid oder sowas. Oder ich glaube, das ist jetzt zu hart für den Hund. Gucken Sie mal, wie der schnauft. Oder bitte geben Sie mir ein bisschen Acht. Ich meine, früher gab es das auch mit Kindern, ehrlich gesagt. Als es noch nicht verboten war, Kinder zu schlagen, dann haben Leute auch manchmal was gesagt. Und manchmal geht es dann gut und manchmal geht es nicht gut. Aber man muss sich auch ganz schön überwinden, das zu machen, ja, finde ich. Ja, vor allem, weil die Reaktionen nie gut sind. Man weiß natürlich nicht, was dann hinterher ankommt, aber Man natürlich weiß es reagieren die nicht. Leute erstmal defensiv. Ja, klar. Aber damit muss man sowieso reden. Also, wenn man einen Menschen auf einen Fehler hinweist, die erste Reaktion, ist immer defensiv. Man will ja nicht blöd dastehen, weder vor sich noch vor den anderen. Das muss man sozusagen aus der Summe rausrechnen. Man weiß nicht, wie es weitergeht, ne? Und man weiß natürlich auch nicht, ob die Person dann, stelle ich mir dann vor, dann vielleicht besonders sauer wird auf den Hund, den nachher auch noch tritt oder so, ja. Aber andererseits muss man sagen, was wir sicher wissen, ist, dass wenn alle Leute schweigen, während ein Tier über die Straße gezerrt wird oder wenn ein Kaninchen in so einem kleinen Käfig sitzt, wenn alle schweigen, dann legitimiert das natürlich die Praxis. Also das auf jeden Fall. Wenn wir dann nichts sagen, tragen wir dazu bei, dass es völlig normal ist. Aber ich muss auch, also es ist manchmal schwer. Also ich wohne ja auf einem kleinen Dorf und in einem kleinen Dorf, da sind die Nachbarn noch mal näher an einem dran. Die will man dann besonders nicht. Da weiß ich nicht, was ich dann sagen soll, wenn sowas vorkommt. In der Stadt gibt es ja dann noch so ein bisschen der Schutz der Anonymität, dass man sich da nicht so ganz so loyal fühlt oder dass dann nicht immer gleich der Nachbar ist oder sowas. Aber ja, muss man sich halt ein bisschen, muss man sich warm anziehen. Andererseits, manchmal erlebt man dann auch, dass andere Leute sagen, danke, finde ich auch. Fand ich jetzt, ich weiß es nicht. Ich wollte damit keinen allgemeinen Ratschlag aussprechen. Ich wollte nur die Situation beschreiben, dass sie sehr, dass es schwierig ist und man nicht weiß, wie es ausgeht. Aber dadurch, dass wir immer oder fast, dass wir fast alle fast immer schweigen, machen wir natürlich eine blöde, eine ungerechte Situation, lassen wir sie zur Normalität werden. Also genau wie bei anderen Formen von im Alltag auf der Straße praktiziertem Unrecht, Beleidigung, Gewalt und so weiter.
Ja, und wenn ich unsicher bin, ist das denn okay, was ich da sehe oder ist es nicht? Ich meine, so Fälle gibt es ja auch. Also wir haben sie natürlich auch manchmal die Meldungen im Winter, wenn Rinder im Schnee auf der Weide stehen und dann sprechen uns die Leute an und dann können wir sagen, das kann völlig in Ordnung sein, das kommt drauf an, ist ein geschützter Unterstand da und so weiter. Und das gibt es bei der Haustierhaltung ja auch, dass Leute einfach unsicher sind. Und dann finde ich es auch richtig oder auch wichtig, dass man sich dann vergewissert. Ich sehe das, ich bin mir jetzt, ne, ich weiß nicht, ist das noch in Ordnung oder nicht. Und dann wendet man sich entweder an den zuständigen Tierschutzverein, an die Tierärztin oder ans Veterinäramt und fragt einfach mal nach. Da spricht ja nichts dagegen. Damit denunziere ich ja gar nicht unbedingt, ne, da, sondern erstmal möchte ich doch einfach wissen, ist das so in Ordnung oder nicht? Aber darf ich das noch jetzt hier eine Anekdote? Aber Freunde von mir, die will ich jetzt gar nicht anschwärzen, ich kann das sehr gut verstehen. Es gibt so ein schönes kleines Lokal direkt bei denen unten im Haus. Da gehen die aber jetzt nicht mehr essen, weil die den Hund irgendwie so blöd einsperren oder weil jemand anders gesagt hat, die sperren den Hund so viel ein. Ne? Aber sowas funktioniert ja nicht. Davon hat ja der Hund überhaupt nichts. Ne? Aber dahin zu gehen und die Leute direkt anzusprechen, ist auch schwer. Ja? Und auch nur so auf Verdacht ins Veterinär. Also es gibt einfach viele heikle Situationen, wo man, ich weiß nicht, das ist so ein Level von Zivilcourage, finde ich. Das ist wenig trainiert. Ja? Deswegen spreche ich das an. Ich habe da kein Rezept so, aber letztlich ist es, geht es hier um Zivilcourage, weil wir neben der Gesellschaft viele Lebewesen wirklich anderen ausgeliefert sind und die eigentlich darauf angewiesen wären, dass die anderen bisschen was sagen, vielleicht was ändern, das anschubsen oder sowas, aber wir tun es nicht. Und ich glaube, wir müssen einfach auch ein besseres Sensorium ausbilden und einfach mehr Know-how, wie man damit eigentlich umgehen kann. Also ich habe da noch wenig Ideen, aber eigentlich wäre es wichtig. Wir haben ja auch am Anfang schon besprochen, wir haben alle schon mal irgendwie Fehler gemacht bei der Tierhaltung. An wen kann man sich denn wenden, wenn man sich selber nicht sicher ist mit, also wie gehe ich eigentlich mit meinen Tieren um? Geht es denen gut? Gibt es da irgendwelche Anlaufstellen, wo man sich beraten lassen kann? Also wir bekommen viele Privatanfragen tatsächlich auch. Also beim Deutschen Tierschutzbund, da ist einfach auch uns Leute anschreiben und Tipps wollen, Fragen haben zur Strukturierung von einem Gehege, zur Fütterung, zu Katze im Garten, was muss ich beachten? Sind unsichtbare Zäune, okay, was auch immer. Die können sich direkt bei uns melden und wir versuchen, die dann auch zu beantworten, so gut wie es geht. Es gibt aber abgesehen davon natürlich auch andere Stellen. Ich habe ja schon die Tierärzte erwähnt, ne? Also wenn man selber Tierhalter ist, sollte man ja irgendeinen Tierarzt haben, bei dem man sich sowieso regelmäßig blicken lässt und dann auch ein paar Fragen stellen kann. Fachbücher gibt es ja auch tatsächlich gute. Beim Internet muss man immer mal gucken. Auch da gibt es inzwischen sehr, sehr gute Infoseiten, aber natürlich auch viele Foren, wo viel Quatsch drin steht. Da muss man einfach sehr vorsichtig gucken. Ja, wo du gerade die Tierärzte erwähnt hast und Tierärztin, das erlebe ich auch, dass das auch ein Faktor von Verunsicherung ist bei vielen Menschen, die Tiere haben. Also ist das jetzt alles nötig? Brauche ich jetzt die Impfung auch noch? Und muss ich jetzt den Zahnstein entfernen? Und das kostet ja auch richtig viel Geld. Das heißt, es werden auch Leute vielleicht auch von Tierhaltung ausgeschlossen, die super Tiereltern wären, aber sich das gar nicht leisten können. Habt ihr da irgendwelche Ideen? Also könnte es da eine Lösung geben, um den Leuten mehr Sicherheit zu geben oder Orientierung zu geben oder vielleicht auch zu helfen? Also wenn es jetzt nur um die Kosten geht, Entschuldigung, aber Hilal, wenn du hattest dich gerade entstummt. Also wenn es nur um die Kosten geht, ist es ein sehr schwieriges Thema, weil die Tierärztekosten ja gestiegen sind in den letzten Jahren durch die auch lange schon notwendig gewesene GOT-Erhöhung, die aber jetzt leider vom Timing her super toll in Zeiten, wo gerade alles wahnsinnig viel teurer geworden ist, gekommen ist. Das heißt, Tierhaltung ist extrem teuer jetzt, die tiermedizinische Versorgung ist sehr teuer. Und eine Lösung könnte eine quasi Pflichtversicherung sein, ne? Also sowas, wie wir für Menschen ja haben, dass es das auch für Tiere gäbe. Weil wenn man die Tiere aktuell krankenversichern will, ist das immer noch ein bisschen schwierig und auch teuer. Und es klappt auch nicht immer. Also meinen einäugigen Kater, der wurde abgelehnt von den Versicherungen, weil sie das ein zu großes Risiko finden, obwohl ich als Tierärztin ja sagen muss, das Auge, das weg ist, wird keine Kosten mehr verursachen. Aber das ist egal, das ist einfach, weil das noch ein sehr
ich sag mal, dünner und Markt ist, einfach noch alles ein bisschen schwierig, mühsam und teuer. Und da könnte man schon was tun, um mehr Tierhaltern da was zu ermöglichen. Denn Abgabegrund Nummer zwei, als ich vorhin erzählt habe, Abgabegrund eins ist die Zeit, ist Abgabegrund zwei die Kosten und auch explizit die hohen tierärztlichen Kosten. Also es landen vermehrt aktuell kranke Tiere in den Tierheimen. Chronisch kranke oder aber auch Qualzuchten, ne, die halt Folgekosten verursachen. Und das ist natürlich auch ein Riesenproblem, weil die Tierheime müssen es dann wiederum von Spenden und aus der eigenen Tasche bezahlen. Ja. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich stimme dir vollkommen zu, beziehungsweise interessant, was du den Kontext auch noch gegeben hast. Eigentlich ist man ja schon moralisch verpflichtet, wenn man ein Wesen aufnimmt, dass man dann versucht, eben möglichst gut dafür zu sorgen. Und da würde jetzt eben auch die ärztliche, tierärztliche Versorgung dazu gehören. Und es kann sich aber nicht jeder das gleichermaßen leisten oder überhaupt leisten. Insofern, ich weiß nicht, wie realistisch, also ich habe das nie durch, also ich habe keine Rechenbeispiele gesehen. Ja, Pflichtversicherung müsste eigentlich sein. Ich weiß aber nicht, ob das dazu führen würde, dass dann vielleicht viele Leute gar kein Haustier mehr halten könnten. Das wäre dann vielleicht auch wieder sozial ungerecht. Aber andererseits muss ich auch sagen, es gibt einfach auch kein Recht, denke ich mal, ein eigenes Tier zu haben. Ist natürlich schwierig. Also es ist ist eine heikle Gerechtigkeitsfrage eigentlich. Haben wir alle das Recht dazu, mit anderen Tieren zu leben? Würde ich sagen, ja. Wenn es aber dazu führt, dass man die Kosten für die Behandlung nicht tragen kann, vielleicht dann wiederum nein. Aber auch da muss man sagen, wir leben halt in einer Gesellschaft, die was Kosten und damit verbundene Freiheiten angeht, sehr ungerecht aufgestellt ist. Ja? Menschen, die weniger verdienen, sind von vielen Dingen ausgeschlossen. Und da würde ich jetzt dann, also ich würde für eine Pflichtversicherung plädieren und hoffen, dass es nicht zu einer Benachteiligung, wie du sagst, die Leute, die dann eigentlich gute Tiereltern wären, dass es die dann nicht ausschließt, dass man da irgendwelche Möglichkeiten findet. Aber wie es momentan läuft, so auf völlige Zufall und Beliebigkeit zu setzen, ja, das würden wir bei Menschen auch nicht machen. Gut, ganz so teuer wird es bei Tieren nicht, aber doch so, dass es einfach die Ersparnisse, die so auf einem üblichen Konto drauf sind, übersteigt. Und das ist eigentlich nicht in Ordnung. Ja, und da reden wir wirklich über massive Kosten, ne? Also wenn bei einer älteren Katze jetzt fachgerecht mal die Zähne saniert werden, wo, ne, mit Digitalröntgen und ein paar Zähne müssen entfernt werden, da kann der Tierhalter bis zu 2000 Euro loswerden. Und das ist, da rede ich jetzt nicht von hochgradigen Operationen, sondern wirklich nur von der Zahnsanierung, die bei jedem Katzenleben irgendwann mal anfällt. Und das ist natürlich was, das muss man sich erstmal leisten können. So schwere Operationen und Therapien, gerade an alten Tieren, sind auch immer wieder so ein Diskussionsthema. Also wenn man ganz zynisch ist, habe ich auch schon gehört, fragen Leute dann, ach, das lohnt ja nicht mehr. Wie seht ihr das? Also übertherapieren wir unsere Tiere manchmal oder geben wir sie zu schnell auf? Ich glaube beides, aber nicht im Sinne übertherapieren, dass wir ihn, also ich glaube, man kann selten sagen, dass man jemand zu wertvolle medizinische Behandlung zukommen lässt. Das finde ich irgendwie eine blöde. Man kann nur sagen, dass man vielleicht manchmal gegen seinen Willen noch auf Teufel komm raus irgendwie am Lebensfaden hängen lässt, weil man sich nicht verabschieden will oder so. Ich glaube, es kommt beides vor, dass man das tut, also es zu lange nochmal streckt, nochmal versucht ein bisschen und dann noch eine Zwangsfütterung und dies und das nochmal, obwohl es vielleicht das Tier hat, für das Tier anders besser wäre. Aber oft auch, dass wir die Tiere zu früh aufgeben oder am falschen Ende sparen oder dass sie einfach unbequem sind oder dass man ihren Lebenswillen nicht ernst genug nimmt und dass man auch behinderte Tiere so ein bisschen belächelt. Also es gibt zwar auch Leute, die inzwischen zum Beispiel Hunde oder auch Schafe mit Rollstühlen und Prothesen oder so haben. Aber im Großen und Ganzen wird das so als Liebhaberei angesehen, so als ob ein Hund nur ein echter Hund ist, wenn er eben vier Beine hat, mit denen er laufen kann. Das ist eigentlich eine sehr behindertenfeindliche Einstellung, die wir bei Menschen auch haben, aber bei Tieren noch ungefilterter irgendwie dann zu übertragen. Oder auch zum Beispiel ein Tier mit Arthrose, ja, das tut ja weh und da muss man eingeschläfert werden. Nein, man schläfert auch zum Glück keine Menschen mit Arthrose ein. Ja, dann hat man Schmerzen vielleicht. Manches wird mühsamer, vieles wird langsamer. Man kann aber trotzdem auch als alter und eingeschränkter Hund einfach noch ein wertvolles, schönes Hundeleben haben. Also man muss das vom Tier aus betrachten und nicht immer von so einem Idealbild vom gesunden, jungen Tier, was irgendwo draußen rumspringt. Das ist, wie gesagt, ich finde das tatsächlich im Kern behindertenfeindlich und das machen wir bei Tieren ganz oft so. Und in dem Sinne geben wir viele Tiere zu sehr auf oder betrachten es als Luxusphänomen oder wieder vermenschlichen oder irgendwie so. Wenn man Tieren versucht, zum Beispiel ein langes Leben zu gewähren,
Wie gesagt, es gibt auch andere Gefahren, dass man es zu lange verlängert. Das ist ein sehr heikles Zusammenspiel von mehreren Faktoren, aber ich wäre da grundsätzlich dafür, dass wir uns ganz wesentlich von diesem Ideal des uns munteren, gesunden Jungtiers, nur das hat ein wertvolles Leben, dass wir uns davon echt verabschieden müssen und anerkennen müssen, dass viele Leben wertvoll sind, unterschiedliche, die unterschiedlich ablaufen, körperlich, seelisch und mit unterschiedlichen Einschränkungen und eben auch mit medizinischen Hilfen dann natürlich. Ich habe hier so eine ganze Reihe total interessanter Fragen im Chat. Eine würde ich gerne mal reingeben, und zwar ist das ethisch gerechtfertigt oder kann es ethisch gerechtfertigt werden, Haustiere zu töten? Steht, wenn es nicht mehr anders geht, vor allem wenn die Tierheime voll sind. Und als Beispiel wird genannt die Straßenhunde in der Türkei, die man so loswerden möchte. Vielleicht, ich weiß, dass du dich ein bisschen damit beschäftigt hast. Möchtest du dazu was sagen? Ja, also bei den Straßen in der Türkei würde ich ja sagen, natürlich könnte man das anders machen. Das ist nämlich, die Türkei hat eigentlich, was man gar nicht sich so vorstellt, hat eigentlich ein sehr, sehr fortschrittliches Tierschutzgesetz. Wir wissen alle, dass Gesetze nur erstmal nur so viel wert sind wie das Papier, auf dem sie steht. Aber so vom Wortlaut her haben Tiere da ein Recht auf ihr Leben. Und es gibt auch eigentlich eine No-Kill-Policy. Bis kürzlich gab es die, dass also Tiere nicht getötet werden durften. Und es gab eine Kastrationspflicht, also so ein Modell, dass die immer eingefangen werden, kastriert werden und dann an dem Ort wieder freigelassen werden. Und wenn man das so machen würde, dann hätte man langsam so stabile Populationen von Tieren, die ortsansässig wären, wo dann auch keine weiteren nachkommen würden. Und das hat man über all die Jahre nicht gut umgesetzt, aus Geldfragen oder auch weil man es falsch verstanden hat oder letztlich dann doch wieder aus Geldfragen. Also Geldfrage und politischer Wille hängt ja irgendwie sehr eng zusammen. Und daran hat man sich nicht gehalten und es wurden immer mehr Hunde. Und jetzt wurde halt behauptet, ja, diese No-Kill-Policy oder die Kastrationskampagne, es funktioniert nicht, jetzt hat man so viele Tiere und jetzt muss man die töten. Nee, das muss man gar nicht. Das hätte man anders machen können. Ja. Deswegen, da würde ich mich so den Vorannahmen, würde ich schon mal sagen, nee, das ist gar keine Notsituation. Und in Deutschland ist es natürlich nochmal eine andere Voraussetzung. Also wenn man jetzt sagen würde, ne, ich habe ja gerade erzählt, wie voll die Tierheime sind. Und natürlich, ich verstehe schon, dass dann die Frage kommt, ob man dann nicht wie in anderen Ländern, ich weiß in Amerika oder auch in europäischen anderen Ländern, werden die Tiere ja dann getötet, wenn ab einer gewissen Zeit die Tiere im Tierheim nicht vermittelt wurden. Das würde das deutsche Tierschutzgesetz schon mal gar nicht zulassen, zum Glück. Also der vernünftige Grund, um einem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen, wäre nicht gegeben, also ein gesundes Tier dann einzuschläfern. Das wäre aber auch ja gar nicht das, was wir wollen. Also das wäre völlig vorbei an dem, was ja aus Tierschutzsicht da als Grundsatz dahinter stünde. Es geht ja darum, zu verhindern, dass die Tierheime weiter so voll werden. Und wenn es heißt, ich verstehe schon, es gibt ja auch den Ansatz, dass man sagt, ja, aber wenn da doch Hunde sind, wo klar ist, ja, die sind jetzt nicht so leicht vermittelbar, die werden wahrscheinlich jetzt noch 3, 4, 5 Jahre da sitzen. Wäre es dann nicht besser für sie zu euthanasieren? Und da muss ich sagen, da arbeiten wir mit unseren Tierheimen intensiv daran, dass auch für diese Tiere das durchaus aus meiner Sicht ein lebenswertes Leben sein kann. Die sind vielleicht nicht immer alle vermittelbar in einem familiären Umfeld, vielleicht auch nicht in die Stadt. Die können aber Gassi gehen. Die können, ne, wenn sie an Maulkorb gewöhnt sind, die können auch in der Gruppe auf dem Freilaufgelände rumlaufen. Die können ihren Bezugspartner bei den Tierpflegern, bei den Paten, bei den Gassigängern, je nachdem, haben. Also das ist, glaube ich, etwas, wenn man nicht im Tierheimalltag drinsteckt, etwas, was vielleicht von außen nicht so ganz nachvollziehbar ist. Aber es ist nicht für jeden Hund, der im Tierheim sitzt, über Jahre hinweg ein schlechtes Leben. Das kann sogar sein, dass es für manche Hunde auch eine Erleichterung ist, die überfordert sind, weil sie nie was kennengelernt haben als Welpe, als junger Hund, die nie sozialisiert wurden, die einfach von den Reizen draußen überfordert sind, kann es vielleicht sogar eine bessere Lösung sein. Also das ist eine ganz vielschichtige Sache wieder. Aber ich bin sehr froh, dass wir in diese Bredouille gar nicht kommen wie in anderen Ländern, dass es heißt, ihr seid voll, also euthanasieren wir jetzt einfach mal querbeet. Wir haben ja auch hier nicht so viele Straßenhunde, das kommt ja auch noch dazu. Wir haben zum Glück in Deutschland keine Straßenhunde. Ja, es kommt natürlich mal vor, dass auch hier Hunde mal entlaufen und nicht sofort wieder eingefangen werden können. Aber nein, wir haben keine Straßenhundepopulation hier. Aber ich würde vermuten, dass wir einfach auch viele europäische Länder haben diese Tötungsaktionen halt auch schon hinter sich sozusagen. Also während man mancherorts, also in südlichen Ländern hat man es teilweise laufen lassen aus Mitleid, ja, und dann wurden es halt mehr. Also es sind einfach unterschiedliche historische Wege auch, die dann jetzt zu einer drastischen Situation führen.
Ja, und teilweise muss man ja aber auch sagen, auch da das Geld eine Rolle spielt, ne? Es gibt Länder, wo die Hundefänger immer noch bezahlt werden pro Tier, das sie in der Tötungsstation abliefern. Das heißt, da sind dann auch nicht unbedingt die Anreize da, ein nachhaltiges Straßenhundekonzept zu entwickeln und so, ne? Also da ist leider auch viel noch einfach in der Grundregulierung falsch. Ich habe noch eine kritische Frage im Chat. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was wir den Tieren so antun. Diese Frage geht in die Richtung, inwiefern Haustierhaltung vielleicht auch verbleibende Naturkreisläufe beeinträchtigt. Also Katzen, die Vögel töten, Hunde, die überall hinmachen. Wie steht ihr dazu? Wäre vielleicht eine zahlenmäßige Begrenzung der Haustierhaltung sinnvoll pro Stadt oder so? Ja, es ist natürlich mit den Freigängerkatzen, dass der Streit zwischen Tier- und Artenschutz, der ist, ne, ist ein alter Streit, seit es freilaufende Katzen gibt. Wir hatten ja auch im vorletzten Jahr, ist es jetzt, glaube ich, schon her, das erste Mal, dass in der Region ein Ausgangsverbot, eine Ausgangssperre für Katzen erlassen wurde. In der Gemeinde Walldorf in Baden-Württemberg war das, weil eine bestimmte Bodenbrüterpopulation sonst zu gefährdet gewesen wäre, die zwar eigentlich grundsätzlich vor allem gefährdet ist, weil zu wenig Nistfläche da war und zu viel Baugrund auf ihrem eigentlichen Nistgebiet gemacht wurde. Aber das ist ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz wurde dann eine Ausgangssperre für die Katzen erlassen. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Tierschutzproblem. Ne, wenn Katzen Freigang gewohnt sind und dann von einem Tag auf den anderen eingesperrt werden sollen, da hat weder die Katze noch der Halter dran Spaß. Aber ich verstehe die Diskussion und ich verstehe natürlich auch, wir haben im Moment die Katze ist Haustier Nummer 1 in Deutschland, um die 15 Millionen, ist in den letzten Jahren auch immer mal noch um 1 Million angestiegen, dass wenn das alles Freigänger sind, dass es natürlich irgendwann einen Einfluss hat auf unsere, ja, heimische, sind ja nicht nur die Singvögel, auch Amphibien und anderes. Aber auch da muss man dann wieder relativieren. Und es gibt auch schon Studien, die gezeigt haben, wenn Halter mit ihren Katzen trotzdem auch spielen, ne, also wenn es nicht ein reiner Freigänger ist, dessen einzige Beschäftigung draußen vielleicht auch die Jagd ist, dass man damit das Beuteverhalten schon wieder reduzieren kann. Also es gibt auch da wieder Möglichkeiten, eine Situation zu verbessern durch Aufklärung und ein bisschen Zusammenarbeit. Aber natürlich ein Grund. Kritik verstehe ich. Ist berechtigt. Ja, wir waren ja schon vorher in der Diskussion an dem Punkt, dass wir gesagt haben, eigentlich weniger beziehungsweise aufhören zu züchten und sowas. Und ich würde dann sagen, wenn man also wirklich den Eindruck hat, gesellschaftlich, und wir haben hier zu viele Katzen sozusagen, dann sollte man nicht anfangen, den einzelnen Katzen, die schon da sind, einen wichtigen Teil ihres Lebens zu verbieten, ne? Sondern sollte einfach mal grundsätzlich sowas wie Kastrationspflichten durchsetzen oder Züchtungsverbote und sowas in der Art. Also, dass man die Anzahl der Katzen grundsätzlich verringert. Ich finde das mit den Katzen, ehrlich gesagt, ich finde das so ein bisschen crazy, die Diskussion. Ich meine, ich verstehe, sie ist nicht crazy im Sinne, dass natürlich gibt es Effekte, aber es gehört irgendwie zum Wesen der Katze zu jagen. Und die Menschheit hat sich die Katze so ans Haus gewöhnt, weil wir wollten, dass sie jagt. Ne? Das ist also wieder so typisch Mensch, so Jahrtausende, als sollen, Jahrtausende lang sollen die irgendwie unsere Kornspeicher bewachen und dann kriegen wir das irgendwie anders hin, nämlich mit Giften. Da können wir die Ratten auch anders vergiften. Da redet auch niemand drüber, wie schrecklich, wenn wir die Nager sonst so töten. Und dann sitzt man so und sagt: Boah, da hat jetzt die Katze wieder voll fies so eine Maus in mein Wohnzimmer getan. Ist ganz schlimm. Ja, ich finde das auch schlimm. Ja? Nur man muss doch irgendwie sehen, dass das genau die Qualität war, warum wir von der Katze die ganze Zeit verlangt haben. Aber so typisch Mensch. Plötzlich drehen wir den Spieß um, sagen: Nö, das kriege ich dann, da kriege ich auch noch selber hin. Und dann ist man wieder dagegen. Also. Es gehört irgendwie zum Recht einer Katze, zum Leben einer Katze, sowas zu tun. Und ich finde das extrem schwierig. Ich meine, ich als Veganerin, natürlich finde ich das furchtbar zu wissen, dass der Kerl, der übrigens immer noch durch die Katzenklappe läuft und zu demonstrieren, dass er empörend findet, dass ich nicht da bin, aber egal, dass der solche Angewohnheiten hat. Aber damit muss man dann eben irgendwie auch leben, ja. Und wir sind eine Gesellschaft, die so, wo die meisten Menschen so unheimlich viele Tiere töten und essen und so. Und dann gibt neulich eben diese Diskussion über die Katzen, die fast so ein bisschen wie so eine Ersatzdiskussion geworden ist. Also an der Katze ist es jetzt ganz schlimm, dass sie Vögel isst, ja? Der Mensch hingegen Grillhähnchen. Also es ist immer so eine verschobene Optik auch dabei. Damit wollte ich aber jetzt nicht denjenigen oder diejenige disqualifizieren, die das mit dem Beispiel da gesagt hat. Also, sondern Gute, so dass das generell. vielleicht auch so ein bisschen Richtung Artenschutz ging. Also, ne, Katze tötet seltene Vögel.
Ja, aber das hat Henriette auch schon gesagt. Also wer gefährdet diese Vögel? Das sind zunächst mal nicht die Katzen. Das ist unsere Art der Landwirtschaft, unsere Menge der Landwirtschaft, die Menge des Landverbrauchs durch Landwirtschaft und durch Städtebau. Und ja, weder Henriette noch ich sind dafür, dass wir noch mehr Katzen auf die Welt loslassen sollten. So schön es einerseits wäre, aber trotzdem sehr, sehr problematisch, auch für die Katzen. Also deswegen sind wir da ja sowieso nicht für. Und zum Anfang gab es schon eine Frage im Chat. Da haben wir noch so ein bisschen über die Beziehung zwischen Menschen und Tieren gesprochen. Und hier fragt jemand nach der Liebe. Ich frage euch mal, können wir Tiere wirklich lieben? Und vielleicht auch interessant ist, können Tiere uns lieben? Was ist überhaupt Liebe? Das ist jetzt ein sehr großes Thema. Könnten wir sehr lange drüber sprechen, aber vielleicht mögt ihr trotzdem einmal antworten. Ich dachte, Henriette, ach so, ja, das. Ja, ich kann da gerne was zu sagen, aber ich bin ja die Tierärztin, was weiß ich von Liebe. Nein, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass das mit dem Begriff Liebe gekennzeichnet werden kann. Das, was zwischen Menschen und Tieren doch, also ich würde sagen, Tierliebe ist auf alle Fälle eine Form der Liebe und kann ein Haustier zurück auch Liebe empfinden. Das ist ganz schwierig, weil das ist ja eine reine subjektive Empfindung, aber auch da würde ich eigentlich bejahen. Also soweit ich da die Emotionen gerade zwischen Hunden und Haltern, da weiß man ja auch, wie eng diese Bindungen sein können. Ne? Der Hund, diese klassischen Beispiele, der Hund, der nach dem Tod des Herrchens trotzdem noch jeden Tag dann da sitzt und auf das Herrchen, Frauchen wartet. Ist da Liebe der richtige Begriff? Da bin ich überfragt, aber ich würde es durchaus angemessen finden. Mein Liebe ist sowieso ein Begriff für sehr viele unterschiedliche Phänomene. Also deswegen, es gibt ja nicht nur eine Definition von Liebe. Und ich finde auf jeden Fall, es sind bestimmte Elemente auch einer Liebe, die wir von der Liebe zu Menschen kennen. Auch Freundschaften ist ja auch eine Form von Liebe. Oder die Gefühle, die wir dabei empfinden. So eine Vertrautheit oder auch eine Freude, wenn es dem anderen gut geht. Oder Freude, das mitzubeobachten. Auch so kindliche Anteile oder elterliche oder beides spiegelbildlich. Also ich finde all diese Aspekte, oder ja gut, die erotische Liebe sollte man hoffentlich nicht da mit reinbringen, aber ansonsten würde ich schon sagen, dass sehr viele Formen von Liebe, die es unter Menschen gibt, eben auch, ich weiß nicht, ob Sie Schnurren hören, ich kann ihn jetzt aber auch nicht davon abhalten, ist er schnurrt er so laut? Also für mich schnurrt er sehr laut. Also er hat auch seine. Nein, das wäre jetzt vermenschlich, wenn ich sagen würde, er schnurrt, weil er zu dem Thema was sagen will. Das stimmt natürlich nicht. Aber ich finde, auf jeden Fall darf man davon Liebe sprechen. Und das hat auch nichts mit Kitsch zu tun und auch nichts mit Projektion oder so. Das wäre ja einfach auch unaufrichtig, wenn man sich das nicht eingestehen würde. Das ist auch in der Praxis ist das ja zu beobachten, wie man miteinander umgeht und sich wohlfühlt zum Beispiel. Darin liegt ja auch dann Liebe oder resultiert aus Liebe. Eine Frage aus dem Chat, die sehr gut daran anschließt. Was sind eigentlich die besten Wege, um Kindern Tierliebe beizubringen und auch Wertschätzung gegenüber Tieren beizubringen, sodass die gar nicht erst in Versuchung kommen, Tiere schlecht zu behandeln und so empathisch werden wie ihr beide? Es vorleben. Also ich bin immer noch überzeugt, dass Kinder sich doch sehr orientieren an ihrer Umgebung und die Werte übernehmen, die ihnen vorgelebt werden. Und wenn man ihnen das vorlebt, wie man eben mit Tieren einen respektvollen Umgang pflegt, wie man aber auch hinterfragt, ob das Verhalten richtig ist, das man macht, wie man kritisch ist, dass das dann auch am ehesten übernommen wird. Und da geht es, glaube ich, gar nicht darum, dass Kinder mit jeglicher Haustierart oder Tierart auch mal ein direktes Erlebnis haben müssen, sondern einfach diese grundsätzliche Einstellung und den vorsichtigen Herangang, nicht zu überlegen, was will ich, sondern was ist für das Tier in dem Moment das Richtige. Das glaube ich, funktioniert. Ich würde gerne noch eine Kinderfrage stellen, schon so ein bisschen zum Abschluss. Sie können gerne noch weitere Fragen in den Chat schreiben. Weil wir in einem katholischen Haus sind, traue ich mich das mal. Eine ganz beliebte Kinderfrage ist, wenn ein Haustier stirbt, also ne, Tiere um uns trauen, wissen wir nicht. Umgekehrt ist es auf jeden Fall oft so. Kommt mein Haustier eigentlich mit mir in den Himmel? Was würdet ihr einem Kind antworten? Also ich würde dem Kind das antworten, was meine Eltern mir gesagt haben, ja natürlich.
Also ich meine, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger mit dem Himmel und so. Da haben ja viele von uns jetzt nicht mehr so ganz konkrete Vorstellungen, wie das aussehen wird. Also ob das, ist das jetzt ein schöner Ort oder komme ich überhaupt selber in den Himmel? Das ist ja da auch schon mit unterstellt. Aber bleiben wir jetzt, also da wir in einem katholischen Haus sind und da ich eine gläubige Muslimin bin, darf ich das jetzt hier auch sagen. Also im Islam gibt es verschiedene Hinweise, auch im Koran, dass Tiere auch eine unsterbliche Seele haben. Da tauchen sie beim jüngsten Gericht auf, zum Beispiel als Anklagende auch. Ja. Das heißt auch mal, dass auch ein Spatz irgendwie, das ist dann noch später, auch wenn man nur einmal einen Spatz misshandelt hat, der taucht dann auch auf und das wird dann also auch, der kann es dann vortragen. Aber wenn ich es recht verstehe, sind sie nicht nur als Anklagende da, sondern eben auch einfach als Lebewesen. Ich meine, ich glaube, wenige Menschen haben heute so eine ganz handfeste theologische Idee, was eine Seele ist. Aber wenn man jetzt annimmt, dass eine Seele was damit zu tun hat, dass man sagt, das hat was mit dem Empfinden zu tun, mit der Fähigkeit zur Liebe, mit der Fähigkeit zu wünschen, mit dem Leben und mit der Liebe zum Leben, die eben dann auch über den Körper irgendwie hinausgeht oder ein bisschen jenseits des Körpers auch weiterleben kann. Also wenn das bei Menschen so ist, wieso soll das bei Tieren dann nicht auch so sein? Das wäre mir irgendwie vollkommen unplausibel. Also weder in der Evolution noch irgendwie in meinem Gottesbild gibt es irgendwelche Hinweise dazu, dass irgendwann mal ein ganz, ganz großer kosmischer Strich gezogen wurde zwischen, keine Ahnung, uns und allen anderen, um das. Nein, also wenn sie eine Seele haben, dann wird sie doch auch weiterleben. Ich würde das auch so sagen. Und der Welttierschutztag ist ja am 4. Oktober, am Tag des heiligen Franz von Assisi. Das hat ja auch seinen Grund. Also da ist ja auch die direkte Verbindung auch da zum Glauben, sage ich jetzt mal. Und auch das Bild hatte ich auch als Kind immer vor Augen, wie da die Tiere gemeinsam mit dem Gottesdienst gefeiert haben und das alles eins. Also da wurde ja auch nicht unterschieden. Und deswegen, wenn ich jetzt von einem Kind gefragt werden würde, das eben in diesem Weltbild aufwächst und diese Erwartungshaltung an ein Leben nach dem Tod im Himmel hätte, dann würde ich das auch für die Tiere so sehen. Im Tierschutz ist es jetzt eher ja üblich mit der Regenbogenbrücke, also dass die Tiere, wenn sie sterben, über diese Regenbrücke gehen, was ich auch eine schöne Vorstellung finde, wo auch immer dieser Regenbogen dann endet. Und das könnte ja aber auch im Himmel sein oder in einem wunderbaren paradiesischen irgendwo. Aber das muss ja natürlich auch immer vom Glauben und dem Stand sein, wo das Kind gerade ist, dass man da die richtige Vorstellung für sich findet. Ich habe über diese Frage mal mit der Dichterin Nora Gomringer gesprochen. Sie hat mich mit ganz großen Augen angeguckt und hat gesagt, ehrlich gesagt, da habe ich ein bisschen Angst vor, weil ich war als Teenager, habe alles im Interview, deswegen kann ich das hier erzählen, es wurde auch verschriftlicht. Ich habe ehrlich gesagt als Teenager meinen Hund sehr schlecht behandelt und ich habe wirklich Sorge, dass der mir dann entgegenkommt und mir große Vorwürfe macht, wenn wir das auf alle Tiere ausdehnen, denen wir jemals Schlechtes angetan haben, haben wir ein bisschen ein Problem, oder? Aber nicht nur mit den Tieren, ehrlich gesagt. Ich habe sowieso, das heißt so bei anonymen Alkoholikern, dass so eine Regel ist, man soll bei allen um Verzeihung bitten. Allein wenn ich daran denke, kriege ich auch schon Schweißausbrüche, weil ich meine, zu wem ich schon alles irgendwie mal unfreundlich gewesen bin oder wem ich Unrecht getan habe oder was Schlechtes gedacht habe. Oder also wir haben ja so, in so einem längeren Leben macht man ja ganz vieles falsch. Und wenn das dann alles wirklich uns dann wie auf so einer ganz, also einer nahezu endlosen Liste vorgelegt wird, das wird dann sowieso eine sehr harte Sache. Also ich stelle es mir ein bisschen anders vor, also, aber ja, und wenn dann noch die Tiere kommen, dann wird es noch härter. Aber das, wie gesagt, das ist sowieso. Ja, aber vielleicht ja auch eine Chance. Also ich fände die Vorstellung jetzt eigentlich ganz schön, mich nochmal bei meinem früheren einzeln gehaltenen Wellensittich entschuldigen zu können. Das fände ich eigentlich eine schöne Vorstellung doch. Wenn du so sagst, ja, würde ich auch nehmen, die Chance. Ich glaube, damit das nicht nötig ist, sondern können wir erstens alles bewegen, was wir heute in unserem Herzen bewegen, was wir heute gehört haben. Und vielleicht hilft es auch, sich vorzustellen, dass die Tiere, die mit uns leben, ja nur dieses eine Leben haben. Die sind komplett abhängig von uns. Das heißt, diese Verantwortung, die wir haben, diesem Leben gegenüber, ist immens groß. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, dass wir vielleicht viele Haustiere haben, aber diese Haustiere nur dieses eine Leben mit uns, vielleicht stellt sich da die Wertschätzung und der Respekt von alleine ein, das hoffe ich jedenfalls. Ich danke euch beiden schon mal recht herzlich für diese ja, empathische, engagierte Diskussion miteinander. Und ich gebe Ihnen danke fürs Zuhören und die interessanten Fragen. Und ich gebe nochmal an Frau Rehner, vielleicht möchte sie auch noch ein paar Takte sagen. Dankeschön.
Sie sind stumm geschaltet. Danke. Ich bin ganz begeistert. Alle meine Fragen sind beantwortet. Wahnsinn. Meine Überlegungen. Ich hatte mit Frau Strothmann schon ein Vorgespräch, wo wir dieses und jenes diskutiert haben. Und ich glaube, Frau Strothmann, wir sind auch beide ein bisschen weitergekommen, weil für uns manche Fragen auch noch offen waren. Ich glaube auch, dass Tiere eine Seele haben und denke aber auch mit Schrecken an die Schweine und die ich schon gegessen habe. Und andere Tiere auch noch, die Mücken, die ich nachts erschlagen habe. Und so wird es dann sein. Und wir vertrauen dann auf den Herrn, der alles gut macht. Aber ich will noch eine Frage auch aus dem Publikum weitergeben oder eine Anregung, die noch mitgeschickt worden ist, die Sie vielleicht auch gelesen haben. Die Nachfrage betreibt auch das, befeuert das Geschäft. Es ist uns auch gelungen, dass Pelzmäntel so gut wie geächtet sind. Vielleicht funktioniert es auch mit bestimmten Züchtungen und mit bestimmten Sorten von Haustieren. Wenn keiner sie mehr kauft, werden sie vielleicht auch nicht mehr gezüchtet. Das wäre nochmal das, was wir in der Hand hätten, was wir tun können. Aber so als ein Weg dazu nochmal überlegen. Aber trotzdem ganz herzlichen Dank allen Teilnehmenden draußen auch, die jetzt die ganze Zeit auch tapfer durchgehalten haben oder auch ganz interessiert. Ich fand, die Zeit ist unheimlich schnell rumgegangen. Und ich hoffe, dass nachher noch ganz viele Leute auch das YouTube-Video angucken werden. Auf Wiedersehen.